So, herzlich willkommen zur 8. Ausgabe des Rabenkriegs. Eine Zusammenfassung machen wir diesmal nicht, denn wir steigen direkt da ein, wo diese lieben 5 Krallen von mehreren Wachen, sagen wir mal, flankiert aus Mavanas Zelt gebracht werden, hin zu einem Unteroffizier, der euch anschnauzt: Waffen ablegen! Rüstung ablegen! Ausrüstung ablegen! Ja, zacki zacki aber jetzt, ja? Nochmal sprechen. Ja, dann, ich meine, wir haben jetzt nicht so wirklich viele andere Möglichkeiten, oder? Ich greife an meine Waffe, zögere aber noch einen kurzen Moment. Einen bedeutungsschwangeren Moment. Also, kämpfen könnt ihr da jetzt nicht. Nee. Also so angeschlagen und gegen eine ganze Armee oder so. Das bringt ja nichts. Nee, ich fange dann... Das ist tatsächlich unser Tod, also ich... Ich glaube, wir verschlimmern die Situation dann, oder? Ich fange mal an mit großem Geklimper, einmal ein Kram, Stück für Stück, ein Handbohrer, eine Feile... Alles so hervorzukramen aus den hintersten Winkeln von Taschen und Mänteln. Die hatten mir schon erzählt, ihr seid Spezialisten, oder dass du so einen Scheiß mit dir durch den Dschungel schleppst. Mein lieber Herr Boron, das hat man ja noch nicht gesehen. Wo wir gerade beim Thema sind. Ich nehme diesen Rabenschnabel. Diese Waffe ist geweiht. Ja, das ist schön für die Waffe. Schön da auf den Haufen legen. Okay. Ihr steht unter Arrest. Mhm. Das heißt, keine Waffen, keine Ausrüstung. Und wir haben euch auch ein gemütliches Plätzchen aber vorbereitet. So, ich dann... Ich gehe zu mir hin. Und ihr sprecht mit einem Geweihten. Egal, ob unter Arrest oder nicht. Gnaden wäre die Anrede. Dann euer Gnaden Rabenschnabel dahin legen. Ja, ich leg den damit hin. Ja, sehr schön. Habt ihr noch irgendwelche Probleme, die ihr mit mir besprechen müsst? Einige. Warum werden wir verhaftet? Das weiß ich doch nicht. Ich führe nur Befehle aus. Ja, wie wir. Das haben wir jetzt davon. Na, so kann's gehen. Also. Rummelt, leg ich auch an. Habt ihr auch alles abgelegt? Ja. Ja. Ja, ich habe alles abgelegt. Na gut, dann folgt mir bitte. Und er führt euch durch Trust zu so einem kleinen Verschlag. War wahrscheinlich mal ein Ziegenstall oder so. Da werdet ihr reingesetzt und dann kommt eine Kette vor die Tür und da stellen sich 2 Wachen auf. So, dann genießt euer neues Quartier. Essen gibt es auch. Und er stellt so eine Schale mit trockenem Brot und Wasser dahin. Guten Appetit! Und ja, lasst es euch... gut gehen, immerhin seid ihr ja nur gefangen genommen worden. Das geht ja erstmal noch. Ich hoffe, eure Vergehen sind nicht zu schlimm. So ein Kriegsgericht kann böse sein. Oh, was heißt denn böse? Naja. Kopf ab. Ah! Die Art von böse. Na immerhin, wir haben schon bösere Arten zu sterben gesehen. Das ist auch wieder wahr. Die weniger schnell gingen. Ja, das, ist schon mal wenigstens etwas, nicht wahr? So, jetzt müsst ihr mich entschuldigen, ich habe noch andere Aufgaben zu erledigen. Und er lässt euch da alleine. Was macht ihr jetzt? Ich schau Avisander an und sag, kannst du da irgendwas machen?
Ja, ich könnte die Kette fragen, ob sie abfallen möchte. Das wäre gut. Aber, Lukan, wollen wir vielleicht nicht warten, was uns bevorsteht, was der Prozess ergibt? Vielleicht wird es ja gar nicht so schlimm. Ich meine, jetzt sich der Haft widersetzen ist vielleicht gefährlich. Vielleicht kommen wir ja glimpflich raus. Ja, vor allen Dingen. Das Urteil ist schon gesprochen. Vor allen Dingen, was würde es uns bringen, jetzt hier auszubrechen? Also zum einen sind dort Wachen, die wir erst überwältigen müssten. Unser Zeug ist irgendwo anders. Das wird wahrscheinlich jetzt irgendwo hingeschafft. Je länger ich das trage, desto schwächer werde ich. Ach so. Das ist eine sehr schwere Kette. Es ist ein Preio, eine Preios-Krawatte. Sie wurde extra für diesen Zweck erfunden. Um schwer zu sein? Um Magie einzuschränken. Oh, das wusste ich ja gar nicht. Vielleicht wäre es da eher besser, die Preios Krause zu fragen, ob sie abfallen möchte, statt der Kette draußen. Ja. Ich meinte die, ich hatte immer davon gesprochen, also sorry, ich hatte immer die Preios Krause gemeint, ich habe nichts anderes gemeint. Ja, aber auch die Kette, die draußen vorgelegt wurde, oder? Ach so, nee, sorry. Ich hätte eine Bewegung gemacht. Naja, die Wachen, eine von den Wachen schaut natürlich jetzt rein und schaut so ein bisschen rum. Macht keinen Unsinn da drin, ja? Niemals. Eben. Zwei Frauen und drei Männer. Was soll schon schief gehen? Ja. Eben. Ja, während ihr da euch ein bisschen eingewöhnt und es riecht nach Ziege, dieser angenehme Geruch. Das ist die Tourkutsche, weil wir sie auf den Grill gelegt haben. Das ist die Rache der Ziege, oder? Ja, so ein Schicksal. Es ist ein Ziegenwiedergänger, der Generalin irgendwas eingeflüstert hat, oder? Ein getarnter Agent Borons, den wir vorzeitig nach Hause geschickt haben und der sich jetzt rächt. Ihr habt so einen Blick auf den Marktplatz auch so, also so halb, ne? Also ihr könnt da so durch diese Bohlen spähen, wenn ihr wollt. Da passiert scheinbar irgendwas. Da ist so ein bisschen Gejohle und so ein bisschen Unruhe irgendwie. Errichten Sie Kreuze? Schaust du durch die Stäbe durch? Nein, tatsächlich nicht. Sie haben so einen Pfahl aufgestellt und da ist so ein dickerer Typ mit Glatze und so einer neunschwänzigen Katze, die ja so ein bisschen schwingt. Darum stehen einige Söldner, die irgendwie so scheinbar sich freuen, dass der jetzt irgendwann ausgepeitscht wird, während andere so ein bisschen angefressen aussehen. Ich setz mich hin. Ist eigentlich unser Waldläufer, ich habe jetzt den Namen vergessen, der die ganze Zeit mit uns war, ist der jetzt hier bei uns oder? Der ist nicht bei euch. Nein. Nee. Okay. Sollte der nicht auch mit abgeführt werden? Oder habe ich da was falsch im Kopf? Er hat sich auch unbeliebt gemacht, aber der steht wohl zu hoch, um direkt mitzuhängen. Schaut ihr noch weiter durch die Stäbe, was da weiter passiert? Ja, ich würde gucken. Ja. Ja, dann seht ihr tatsächlich, wie Alvaro zu diesem Pfahl geführt wird, festgemacht wird. Dann reißen sie ihm sein Hemd herunter. Und dann schlägt dieser Mann so eine gute halbe Stunde auf den Rücken ein. Ja, ich guck da nicht hin. Ich halte mir die Ohren zu. Ja, der gute Mann schreit auch zwischendurch ein bisschen. Mir ist das aus meiner Gladiatorenzeit nicht unbekannt. Ja, der wird dann weggezogen. Und dann kommt so ein bisschen Ruhe ins Lager. Die meisten Leute gehen schlafen. Es ist ja auch doch schon recht spät. Sehr schön. Mhm. Was machen Sie mit dem? Also ich habe ja nicht rausgeguckt. Ich frage, dann hängt er noch da oder haben Sie ihn abgenommen? Philipp? Ja, das müsst ihr hier schon sagen. Ich habe das eben schon gesagt. Sie hat euch gefragt. Ja, doch. Es ist, glaube ich, vorbei, ja.
Sie haben ihn abgenommen, hoffentlich. Aber wenn das seine Strafe war, was erwartet dann uns? Auf uns war sie viel wütender. Ich mag nicht dran denken. Zweifelsfrei schickt sie uns auf das nächste Himmelfahrtskommando. Das hat ja nicht geklappt. Eben. Wir waren zu schlau. Wir haben überlebt. Kann sein, dass wir es nochmal machen sollen und im Alleingang zu fünft die Gegner, die Chemie-Armee besiegen sollen. Ohne Waffen und Rüstung vermutlich. Genau. Nur mit euren Händen. Genau. Ja, mit meinen Händen kann ich zwar keine Armee besiegen, aber doch einige mit in den Tod reißen, aber nicht hiermit. Gut, was wollt ihr denn dann machen da in eurem kleinen Kabuff? Kann man sonst noch irgendwo etwas, ich meine, das war hier so als kleine Stadt, so in Truus, dass man noch was hören kann, dass irgendwo, weiß nicht, eine Söldnertruppe, die irgendwo ein Gerücht gehört hat und irgendwo in der Nähe steht und dann, ja, hier so und so und die sollen hingerichtet werden oder links, dass man schon irgendwie was. Nee, du hörst alle möglichen Gerüchte, aber das dreht sich eigentlich hauptsächlich darum, wie wohl der Angriff verlaufen wird und ob Mabana einen Plan hat oder nicht. Es handelt sich nicht so, es dreht sich nicht so sehr viel um euch. Mhm. Ja, darum, welchen Plan Mabana nicht hat. Aber wenn Consuela noch möchte, dann bringe ich diesen Praios-Kragen mal zum Rosten. Das wäre sehr nett. Das wird so sein wie immer, dass Nirvana meint, dass der Stolz vor der Anfahrt zu sterben, ihre Soldaten vor dem Pfeilhagel der Feinde schützen wird. Eisenrost ist gelungen, der Zauber. Wie viele Strukturpunkte Schaden macht das nochmal? 20. Oh, wow. Okay. Genau. Und ja. Um Rüstung zu zerstören, brauche ich so viele QS, wie es Rüstungsschutz hat. Wie viele QS hast du denn? Alle 5 Punkte über. Also 2 QS. Ja, gut. Das würde auch für ein Schwert reichen, zum Beispiel. Ja, ja, sagen wir mal, du hast es damit einigermaßen durchgerostet. Ja, den Rest kann man ja vielleicht mit Nee, genau, du musst noch ein bisschen arbeiten daran, aber dann geht das schon. Okay, sobald es vorweg ist, wie fühle ich mich denn? Naja, wie fühlt man sich in so einem Ziegenstall? Nein, wie fühle ich denn, wie fließt die astrale Macht? Das fließt jetzt wieder besser. Ja. Okay. Du bist jetzt nicht mehr so abgeschottet. Lukan, soll ich dir helfen? Das wäre sehr gut. Mhm. Gut, dann würde ich einen Balsam wirken. Und dabei möchte ich mir jetzt Zeit lassen. Ich habe ja Zeit. Das erleichtert ihn dann um 1, richtig? Ja. Mhm. Oh ja. Also ich gebe alles rein, was ich reingeben kann. Ich muss mal gucken, wie viel ich da drauf habe. Also du kannst dir mal 6 gut schreiben. Mhm, vielen Dank. Lebenspunkte mehr kann ich dir leider nicht geben, einfach weil ich nur einen Fertigkeitswert von 6 habe. Und das sind 1 Asp je Lebenspunkt, also 6. Und ich kann es um 1 wegen Kraftfokus, 5 ASP. Genau. Gut. Gut. Wollt ihr in der Nacht schlafen oder wollt ihr wach bleiben? Oder Wachen aufstellen? Naja, wir haben ja Wachen. Wir werden ja bewacht. Also. Ja. So, ja, aber wer bewacht die Wachen, die euch bewachen? Ich würde gerne schlafen, einfach auch, um zu gucken, ob ich regenerieren kann. Das ist auch so ein Trick. Ich glaube, wir werden mitbekommen, wenn sie was von uns wollen, sage ich trocken. Irgendwie dass wir uns gegen die Wachen austauschen und die Wachen dann irgendwo was kriegt. Wir sind aber doch gar nicht, das kann ja jeder behaupten. In einer Halskrause sehen alle gleich aus. Ich bin doch gar keine Magierin. Das ist egal.
Also ich würde gerne schlafen. Ja, ich auch. Ja. Gut, ihr könnt auch alle schlafen. Die Regeneration ist natürlich nicht so toll. Es ist ein bisschen eng, es ist ungemütlich. Sagen wir mal 1W6 minus 2. Okay. Also dann gilt das auch für ASP? Dann regeneriere ich 3. Ja, das gilt auch für ASP. Okay. Ja, dann teilen wir irgendwie, was war das? Trockenbrot und. Und Wasser. Und Wasser, ne? Gesunde Nahrung. Brot ist ein bisschen alt und schimmelig, aber. Schimmelig super. Auch. Naja, wie so ein altes Brot halt ist, ne? Jetzt darf er nicht den Speisesegen. Das ist eine gute Idee. Das müsste doch dann wieder alles gut machen, ne? Das macht alles macht wieder Schimmel gut. Weg? Ja, also weg macht es ihn nicht, aber es ist. Aber dann genießbar, also das ist halt. Die Giftstoffe raus, sozusagen. Ja, ja. Nicht sonderlich. Gute Idee, dann gibt es erstmal einen Speisesegen. Das ist doch mal ein Wort. Achso, ich habe auch Dings ausgegeben. Gut, am Morgen werdet ihr recht früh wach. Mhm. Es werden Posaunen geblasen. Ihr seht schon, die Truppen marschieren auf. Okay. Es scheint langsam loszugehen. Mavana stolziert natürlich auch einmal über den Marktplatz, inspiziert ihre persönlichen Truppen. Und marschieren dann alle so langsam ab. Eure Wachen bleiben natürlich da. Ja. Nur geboren ihren Seelen gnädig sein. Wollt ihr euch da umgucken, also wollt ihr euch da ein bisschen so gucken in dem Haus, ob ihr irgendwie was erkennen könnt von dem, was draußen vor sich geht? Ja, da wäre ich jetzt schon neugierig. Ja. Ja, dann würfelt doch mal auf. Was ist denn das? Orientierung vielleicht. Oh. Eine QF. Ja, nee. Obwohl? Eine QS. Eine QS? Zwei QS. Eine. Gut, ihr findet tatsächlich so einen Winkel, wo ihr irgendwie durch diese Löcher in dem Lattenzaun da von diesem Verschlag irgendwie gucken könnt und dann durchs Stadttor zum Fluss und zum Hügel dahinter. Es können aber immer nur zwei in die Richtung gucken. Ihr könnt euch aber natürlich auch abwechseln dazwischen. Das ist so, dass der Spalt so ist, dass einer oben und einer unten guckt oder so? Ja, genau, so in der Art. Ne? So übereinander gestapft. Die Bremer-Stadtmusikanten. Lass mich mal. Nein, ich nicht. Du hast schon lang genug geguckt, jetzt bin ich dran. Schubs. Ja, man sieht's, wir drei, wir nehmen das nicht mehr so ernst. Irgendwas bei dem letzten Heilsegen ist schiefgelaufen. Dann sollen doch die mit den Adleraugen gucken. Also nicht du jetzt, oder wie meinst du das? Ich dachte, du kannst sehr gut sehen. Ich? Nein. Er kann nicht hören. Er ist ja, glaube ich, einäugig, ne? Einohrig. Einohrig, so rum. Das heißt aber nicht, dass ich deswegen gut sehen kann. Harvard war einäugig, meine Güte. Wer möchte denn anfangen, da durchzuschauen? Also ich würde mal sagen, die am besten die Orientierungsprobe geschafft hat, oder? Weil du wahrscheinlich am allerersten den richtigen Spalt entdeckt hast. Ja, genau. Zwei Quests. Dann hängst du am Spalt. Wer guckt noch mit? Oder wollt ihr nicht den Doppelwopper machen? Okay. Ja gut, je nachdem, wie viele Leute wir dran kriegen. Also ich dränge mich da jetzt nicht vor. Ich würde mal sagen, Ivonia ist natürlich schon jemand, die sehr, sehr gut sieht und hohe Fertigkeiten hat. Und Lukas ist der Chef. Dass die Truppen aufmarschieren. Am Anfang hat Mavana wahrscheinlich vernünftigerweise Truppen mit Schilden platziert. Viele von den Chemi und ein paar unreguläre Söldner. Und sie scheinen auch sowas dabei zu haben. Ja, das sieht aus wie so aus irgendwas zusammengezimmerte Leitern oder so. Relativ breit, aber auch zu massiv für eine Leiter. So eine Rampe vielleicht. Wisst ihr nicht so genau. Die bewegen sich dann tatsächlich auch langsam auf den Fluss zu. Und sobald sie den Fluss erreichen, kommen sie allerdings unter heftigen Beschuss von den Höhen. Und legen diese
Leitern oder was auch immer das ist, über den Fluss. Scheinbar sollen das behelfsmäßige Brücken sein, damit man da besser vorstoßen kann. Dann kommt jetzt der schöne Vorlesetext. Oh. Ja. Dicht an dicht drängen die Soldaten zum glitschigen, mit Fahnen bewachsenen Ufer der Torina vor, das ist der Fluss, um die Holzbalken über den Fluss zu legen. Ein vielstimmiges Sirren erklingt, Bolzen und Pfeile sirren durch die schwüle Luft. Mit lauten Krachen und Klirren prallen sie auf Schilde, Metall und Fleisch. Schreie erfüllen die Luft. Einem Soldaten bis zum Hals in den reißenden Fluten zerschmettert ein Kriegsbolzen den Schädel. Stumm versinkt der Körper im sich rot färbenden Wasser. Gut, aber der Übergang über die Torina gelingt nach einiger Zeit. Also eine ganze Menge Truppen schaffen es rüber. Jetzt bräuchte ich aber von euch mal eine Sinnesschärfeprobe, ob ihr das noch weiter. Von allen oder nur von denen, die gucken? Von denen, die gucken. Mhm. Gerade schon mal prophylaktisch gewürfelt. Ich habe 3 QS. Es war klar, dass eine Sinnesschärfe irgendwann kommt. Eine QS. Ja, Schild an Schild gehen die Soldaten der fremden Legion gegen die aus gefällten Bäumen mit angespitzten Ästen bestehende Sperre des Serpentinenwegs vor. Pfeile schlagen um sich herum ein, fällen einen der ihren, der lautlos zu Boden geht. Endlich haben sie den engen Weg freigemacht und dringen weiter vor. Doch plötzlich regnet Feuer auf sie herab. Mit Pech getrennte brennende Ballen aus Pflanzenfasern schlagen zwischen ihnen auf und speien lodernde Flammen in alle Richtungen. Eine Gardistin ist schon in Feuer gehüllt. Laut schreiend wirft sie ihren Schild beiseite, das Haar lodert wie Reisig. Die Haut am Gesicht und an den Armen schmilzt wie Butter in der Sonne. Wie poetisch. Ja, ich muss auch sagen, da hat sich einer das doch ausgetobt. Das ist jetzt schon so eher. Der Ick-Faktor ist hoch. Also ich meine, gut, ich bin Feuermagierin. Ich habe das tatsächlich auch schon gesehen, wie es ist, wenn das Feuer so heiß ist, dass die Fettschicht dann anfängt zu zerschmelzen. Aber es ist trotzdem noch was anderes, wenn man es beschrieben bekommt. Da zieht sich, also da kommt jetzt diese Schlacht so zu einem ziemlichen Hin und Her. Die Alanfaner drängen immer wieder vor, die Kemi schieben sie immer wieder zurück. Wollt ihr weiter zuschauen? Möchte jemand anders sich das mit anschauen? Ich meine, es ist ein ziemliches Gemetzel da vorne. Danke, ich verzichte gerne. Ich auch. Ich muss auch nicht. Okay, wenn ihr nicht wollt, ich gucke auch weiter. Das, Ja, dann würfelt doch beide nochmal eine, wie sagt man das, sinnesscharfe Probe, diesmal erschwert um 1. Ich sehe nichts. Diesmal ist es ein Fail. Ich glaube, ich muss meine Würfel ausdrücken. Jetzt wird es irgendwie komisch. Wieso? Du würfelst immer 3 Einser? Nein! Die nicht austauschen. Es ist vollkommen legitim, was du da machst. Nee. Das ist einfach so. Nee, 12, 18, 19. Das letzte Mal schon so. So 18, 18. Nee, das passt bei mir auch tatsächlich nicht. Ja. Nee, ich spreche ein paar Gebete an Boron, um halt schon mal, ich weiß nicht, Kulgaria zu rufen. Er hat dir viel zu tun. Deshalb ist meine Konzentration nicht da, dass ich da irgendwas sehen würde. Ja. Dann für die letzte Szene könnt ihr nochmal eine normale Sinnesschärfe Probe machen. 2 QS. Schon besser. Das passt mit 3 QS. Ihr seht jetzt so eine Gruppe von Soldaten, die sich um einen Offizier gut verschanzt haben und versuchen mit einem Schildwall Deckung zu nehmen und vorzurücken. Und die 6 kauern da in der Sicherheit ihrer Barriere, als wollten sie warten, bis der Feind müde würde oder keine Pfeile mehr hat. Schließlich verstummen die Schreie und endlich auch das Sirren der Pfeile. Dann ertönen dumpfe Schläge, als unter dem Johlen und Trillern der Feinde die abgeschlagenen, verstümmelten Köpfe von weniger glücklichen Kameraden gegen Schilde und Leiber prallen. Luca, du kannst ja mal auf Kriegskunst würfeln. Moralische Zersetzung. 2 QS. Das sieht nicht gut aus.
Da hätte ich jetzt nicht drauf würfeln brauchen. Es war klar, es war klar. Ich meine, nur bei einem Patzer. Ja, trotzdem geht die Schlacht immer noch weiter. Mavana schickt tatsächlich auch ihre Elitetruppen noch in den Angriff. Welle um Welle wird zurückgeschlagen, bis es dann schon langsam Nachmittag wird. Euch hat man zwischendurch noch so wieder Wasser und verschimmeltes Brot gegeben. Zwischendurch sage ich dann zu den Wachen, ihr könnt uns später dankbar dafür sein, dass ihr hier seid, um uns zu bewachen. Na, beste Job heute. Ganz bei dir. Ja, und dann bricht der Angriff irgendwann gänzlich zusammen. Die alanfanischen Soldaten fliehen in ungeordnetem Rückzug über den Fluss. Dabei werden natürlich viele noch von hinten erschossen. Und wirklich so eine geschlagene Truppe, vielleicht halbiert, vielleicht sind sogar noch weniger, zieht langsam auf Truss zu. Überall Verwundete, viele stützen ihre Kampfgefährten und eine schlimme Niederlage für Namarana. Eine sehr schlimme Niederlage. Ich bin sicher, sie wird irgendeine Möglichkeit finden, uns die Schuld in die Schuhe zu schieben. Ja, ganz mein Gedanke. Ganz, weil wir nicht genügend Informationen hatten und man hätte ja nicht damit rechnen können, dass so eine Gegenwehr dann kommt. Nein, man hätte überhaupt nicht damit rechnen können, dass ein gut befestigter Hügel oder Berg mit einer sehr, sehr schmalen, mit einem sehr, sehr schmalen Weg nicht der perfekte Knotenpunkt ist, um eine ganze Armee aufzuhalten. Damit hätte wirklich niemand rechnen können. Wie am Pass von Thermopylae. Mhm. Sehr richtig, das ist den Zyklopäern auch so gegangen. Jawohl. Die arme Armee von Rhetis. Ich habe übrigens nochmal einen Speisesegen gesprochen, damit das Boot einigermaßen, also dass es uns da nicht weh macht, sozusagen. Also, das wäre nicht unsere größte Sorge. Aktuell? Ja, nee, du hast vollkommen recht. Ja, wir sollten schon auch versuchen, ich bin dir dankbar, Lucan, wir sollten schon versuchen zu essen und zu trinken. Wir müssen unsere Stärke aufrechterhalten. Ich habe keine Lust, hier ermordet zu werden. Wenn sich eine Möglichkeit bietet, dann sollten wir tatsächlich versuchen, hier wegzukommen. Zumindest nicht hungrig ermordet zu werden. Mit dir im Schlepptau oder voran einfach in den Wald. Da mache ich mir die geringsten Sorgen. Nur weg von hier. Gut. Wir haben dich dabei. Komplett ohne Ausrüstung ist das sicherlich schwierig. Vielleicht können wir noch irgendwie das eine oder das andere finden. Und vergiss nicht, wir haben den einen Kemi freigelassen. AKT oder wie hieß er? Ja, vielleicht können wir uns zu seiner Sippe durchschlagen. Vielleicht legt er ein gutes Wort für uns ein. Aber es ist alles besser als das hier. Lieber werde ich von Kemis in Pfeilhagel niedergestreckt, als hier darauf zu warten, dass eine total verrückte Generalin sich dafür entscheidet, nachmittags eine kleine Auspeitschung vorzunehmen und uns dann alle einen Kopf kürzer zu machen. Ja, es dauert dann so ungefähr eine Stunde, bis die Truppen in Truss wieder so halbwegs geordnet sind und Mavana von ihrem Aussichtsposten herunterkommt. Und jetzt streitet sie über den Marktplatz, ihren so einen Rohrstock in der Hand, redet von Verrätern, von einer Schande von Al-Anfa, von dem fehlenden Mut der Truppe, von dem Versagen ihrer Männer, eine Schande Al-Anfas seien sie. Ich hoffe ja irgendwie so ein bisschen drauf, dass jetzt von den eigenen Leuten mal jemand tätig wird und da dem ein Ende macht. Und es gibt viel Fußgescharren, aber dann deutet sie mit einem Stock auf drei Soldaten und gibt einen Befehl, das könnt ihr nicht so richtig hören, aber es werden dann Galgen aufgestellt. Wie viele? Drei. Und diese drei Soldaten werden umgehend gehängt. Wegen ihrem Versagen. Ich nehme an, drei zufällig ausgewählte Soldaten. Es schien so, ja. Während die anderen Söldner da stehen und dem Todeskampf ihrer Kampfgefährten zusehen. Lucan. Ja. Ich verstehe nicht viel von Militär, aber könnte die Moral inzwischen so gebrochen sein, dass wir die Stimmung vielleicht mit einem kleinen Schubs
zum Umschwenken gegen Mavanna bringen könnten. Das könnte unserer eigenen Haut helfen. So ein bisschen mit dem Blick zur Tür, wo ja die Wachen sind und wahrscheinlich alles mithören können, was wir sagen. So nur ein Nicken. Ich weiß es nicht, das kommt auf die Offiziere an. Und man darf natürlich nicht vergessen, dass Mavanna tatsächlich eine eigene Elite-Truppe dabei hat, die sie selber bezahlen. Achso, also eine Meuterei ist dann nicht einfach nur alle gegen sie? Das ist durchaus möglich, aber die würden wahrscheinlich nicht meutern. Die sind aber inzwischen auch schon dezimiert worden, weil die ja auch in den Kampf geschickt wurden. Die sind wahrscheinlich auch nicht mehr in voller Stärke. Die sind ein bisschen dezimiert, aber weniger als die anderen natürlich. Die sind gut ausgerüstet, gute Kämpfer. Wie viele sind denn das? 50. Oh. Nett. Also jetzt nicht mehr, jetzt sind es vielleicht noch 30, 35. Ja, aber auch die. Ja, aber auch 30 ist schon. Und der Rest, sind das noch 100 so, oder? Der Rest, ja, also könnt ihr jetzt nicht so richtig schätzen, ihr seht das nicht so gut. Also es dürften vielleicht noch 100 sein, ihr wart ursprünglich vielleicht so 250, knapp 300, ja, jetzt sind es vielleicht noch 100, 120. Ein Viertel haben wir ja schon bei Menehead verloren. Ja, das gut, ihr habt aber auch dann Verstärkung nochmal bekommen aus Kinsale. Okay. Was jetzt die Sache auch nicht besser macht. Nee. Ja, aber im Zweifel, wenn man die 100 auf die Seite gegen Mavanna bekommen würde. 100 gegen 30. Die, denen das dann vielleicht auch egal ist. Bei so einer schlechten Taktik. Gerade als Elite-Soldaten sollten sie in ihrem Stolz verletzt sein, so verpulvert zu werden. Tja. Wie du sagtest, auf die Offiziere kommt es an. Die können dem Ganzen eine gewisse Legitimität noch verleihen. Naja, die Wachen werden zumindest gewechselt vor eurer Tür. Die beiden sind ein bisschen gesprächiger. Naja, hab gehört, das waren nur die ersten drei. Sie wollen einen Kriegsgerichtsprozess machen mit denen da drin. Und das sind, glaube ich, die Rabenkrallen, die da in Kinsey so gut gearbeitet haben. Naja, komisch auch, dass die da drin sitzen. Wer weiß. Müssen irgendwie Scheiße gebaut haben. Was habt ihr eigentlich gemacht da drin? Was ihr drin gemacht habt oder was wir überhaupt gemacht haben? Naja, was ihr für eine Scheiße gebaut habt, dass ihr da jetzt im Kerker sitzt und sie einen Kriegsgerichtsprozess gegen euch und ein paar andere anstrengen will. Wir haben unsere Befehle befolgt. Naja. Das ist natürlich ärgerlich. Aber ihr wart nicht erfolgreich beim Ausführen der Befehle, nehme ich an. So wie ihr erfolgreich wart bei dem heutigen Angriff, nehme ich an. Genau, genau so einen Erfolg hatten wir auch. Naja, nicht ganz, also kommt drauf an, welche Situation. Wir sind alle lebend zurückgekommen, das ist der Unterschied. Mhm. Ja. Naja, in der Scheiße stecken wir auf jeden Fall alle. Dann sitzen wir ja im selben Boot. Ja, Boot ist das hier nicht, aber wir sitzen alle vom selben Ziegenstall. Ja, ja, ich meine, wenn die Generalissimia es möchte, dann werdet ihr auch die Nächsten sein, die irgendwo umgeigen. Ja, da möge der Herr Boron vor sein. Hm. Bin froh, dass wir den Tag heute überstanden haben. Wart ihr da mit bei dem Kampf? Ja, am Anfang. Bei einer der ersten Angriffswellen, aber hier, er hat sein Bein erwischt und ja, mich an der Seite und dann waren wir erstmal im Lazarett. Jetzt sind wir wieder halbwegs zusammengeflickt und müssen hier auf euch Dösel aufpassen. Braucht ihr doch Hilfe, wir haben einen Boron-Geweihten hier. Wo habt ihr denn einen Boron geweiht? Ich sehe keinen. Ich zeig mal auf Lukan. Mein Gott, da müsst ihr ja richtig Scheiße gebaut haben. Dann wollen wir damit lieber nichts zu tun haben. Wenn sie schon einen Geweihten hier einsperrt, dann die gehen beide einen Schritt von der Tür weg. Da haben wir nicht mit euch gesprochen. Ist jetzt gut, ne? Und so. Entschuldigung. Dann hört ihr so,
Wir müssen vorsichtig sein. Die würde uns auch noch umbringen, wenn sie... wir passen besser gut auf, wie die Füchse. Und dann... Ich werde bald abgelöst werden. Ich werde am Galgen noch mit dem Finger auf euch zeigen. Passt mal auf. Maul halten! Dann seid ihr die Nächsten. Maul halten! Ich werde ein Gebet für euch sprechen. Ne, bitte nicht. Oh doch. Oh Gott. Du hättest nichts mehr sagen sollen. Halt dir einfach die Ohren zu. Ja, wunderbar, wenn sie das die ganze Zeit machen. Du kannst gerne Waffen erziehen. Das ist zu anstrengend, ne? Ist auch selten, dass man versuchen muss, den Boron-Gewalten nicht zu hören. Kommt die Nacht, ihr kriegt diesmal ein bisschen dünne Suppe mit undefinierbarer Einlage. Hängt das mal Zeit. Könnte Echse sein. Das Interessante an der ganzen Situation ist ja, dass ja die Kemi sich mit den Kekewanak noch verbünden wollten. Wenn die jetzt auch noch mit dazukommen und die horasischen Truppen. Ja, so geht ein Krieg verloren. Ja. Zumindest ist das hier eine Sackgasse. Ja, also weiter kommen die hier erstmal nicht. So viel zum Thema Zeitplan. Und zurück wahrscheinlich auch nicht. Es wurde ja schon gesagt, dass Waldmenschen sich sehr gut verstecken können und wir haben schon mit ihren Giftpfeilen Bekanntschaft geschlossen. Na, interessant wäre zu wissen, wie Odorin Dumitron darauf reagiert, wenn er hört, was hier abgeht. Das kommt drauf an, von wem er das hört. Ja. Wenn die Generalissima erzählt, wird er sagen, gut gemacht mit dem Aufhängen. Haben die verdient. Es könnte natürlich sein, dass ihr euch in ihrem Bericht nicht so lobend erwähnt. Die Idee wäre, ihr vorauszueilen. Ja, aber dafür müsst ihr hier rauskommen und überhaupt. Und hier raus kämen wir schon, aber wie stellen wir Kontakt her? Also das ist ja meilenweit weg. Wir sind doch hier am anderen Ende Aventuriens. Na, der ist ja mit dabei, wenn ich das nicht richtig, also wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Nur in einer anderen. Ein anderer Heereszug. Genau. Es sind ja drei Heeresgruppen. Ach ja, dieser Freund von Consuela, dieser Magus. Genau. Eine Heeresgruppe ist in Kolchis an Land gegangen, eine in Kinsey und eine in Ilea. In Ilea ist die Hauptgruppe an Land gegangen mit Odorin Dumetuant. In Kolchis war hauptsächlich Kemi unter dem Kommando eines chemischen Generals. Gondatreue. Nur mal Gedankenexperiment. Wie weit wäre Odorin ungefähr entfernt? Wir haben ja die Karte jetzt oft genug gesehen. Dann würfel mal auf Geografie und auf Rechnen und wir hoffen mal, dass da ordentlich QS bei rumkommt. Ach, hier, da ist die Welt. Geografie, naja. Eine QS im Rechnen kann ich auch nicht. Vielleicht kann ich beim Rechnen helfen. Rechnen wäre auch nur eine QS. Also insgesamt zwei. Ja, also Ilea muss irgendwo im Osten sein, ne? Ja, gut. Und dauert bestimmt, naja, kommt drauf an. Auf den Straßen kommt man wahrscheinlich ganz gut voran, aber... Straßen wären auffällig, wenn ihr da irgendjemand hinterher schickt. Aber durch den Dschungel dauert das wahrscheinlich schon ein bisschen. Mhm. Wenn man nur wüsste, wie weit das weg ist. Aber es war schon ein Stück auf der Karte, das erinnerst du dich an. Wie weit, ja. Also wie ich hier die Karte sehe, wir müssten in die Richtung wieder zurück über Menehet. Ja. Ja, es ist bestimmt eine gute Idee, direkt über Menehet zu gehen. Ja, weil wir so ein bisschen, also wir selber, unser Trupp ist so im Dreieck gegangen. Vielleicht machen wir uns Gedanken, wie wir diesen, wenn es ein Prozess ist, wie funktioniert sowas? Haben wir da die Gelegenheit, selber was zu sagen? Ich glaube, bei Marvana nicht.
Naja, ein Prozess ist ein Prozess. Da habe ich immerhin noch ein bisschen Glaube an, naja, vergesst es. Schon mal was von einem kurzen Prozess gehört? Ja, immer Rechtskunde. Ja, eine QS. Kann ich damit rechnen, dass wir noch was sagen dürfen? Du gehst davon aus, dass ihr wahrscheinlich nichts sagen werdet, ne? Okay. Wie sieht das eigentlich aus bei Consuela als Magierin? Würde die nicht eigentlich der Gerichtsbarkeit der Schwarzen Gilde unterstehen oder ist das hier ausgesetzt, weil sie Mitglied des Heeres ist? Kriegsgericht ist Kriegsgericht. Bei mir als Geweihter wäre das ja auch so eine Sache. Also, ja, außerdem ist natürlich die Frage, bei dir ist das vielleicht schon eher ein bisschen schwierig, aber bei Consuela, es müsste ja erstmal auch die Gilde informiert werden, dass das so ist. Und da macht man dann eher kurz einen Prozess und schafft vollendete Tatsachen. Ne? Das ist immer so das Problem, wenn man als Magier irgendwo in der Landschaft unterwegs ist. Ich bin aber gar nicht eurer Gerichtsbarkeit. Kopf ab! Scharf mit ihrem Kopf. Das ist so wie dann, wenn auf dem Grabstein steht und sie hatte doch recht. Ja, ja, sie hatte recht, aber es hilft ja alles nichts. Freispruch posthum. Ja, genau. Es tut uns leid, es war die falsche. De jure unschuldig. Genau, de jure unschuldig. Ja, und so kommt dann die Nacht. Ihr könnt alle mal auf Konstitution würfeln. Mit einer 18, nö. So, ich muss einmal kurz weg. Mhm. Ich bin gleich wieder da. 20. 4, sowas von gut geschafft. Ja, gerade so. 13, 13, was? 11, ja. Obwohl, bei dem Charakter muss man noch mal gucken. Ja, doch, doch. 12 immerhin netter. Naja, schön mit einer 20 komplett überzogen. Oh Mann! Ausgerechnet der härteste Typ. Oh nein! Das ist das mit den 1W20 Würfen, die sind nicht so ganz repräsentativ. So, wir müssen einen kurzen Bio-Break machen. Ich muss tatsächlich einmal kurz weg. Okay, das ist gut. Ich mache dann aber alles aus. Genau. Okay. So, ja, fünf okay. Minuten. So. Mhm. Cool. Nach dieser kleinen Unterbrechung sitzen die Rabenkrallen immer noch genauso in der Scheiße wie vor dieser kleinen Unterbrechung. Aber die Rabenkrallen sind nicht auf den Kopf gefallen. Wir haben uns jetzt viele Pläne überlegt, die wir alle verworfen haben, weil sie alle ein mehr oder weniger großes Problem mit sich bringen, das immer bedeutet, bitte würfelt bis zum nächsten Mal ein paar neue Charaktere aus. Wir sehen uns dann in einem Monat wieder. Also ich glaube, sowohl ich als auch die Zuhörer da draußen sind sehr interessiert, was eure großartigen Pläne waren. Also irgendwie denkt Consuela, dass die Frau komplett verrückt ist. Also dass bei der wirklich irgendwas aussetzt. Und ja, Lucan hat dazu auch eine Meinung. Es war einfach nur eine Theorie, dass also das würde ziemlich weit gehen, dass sie besessen ist von einem Dämon oder irgendwas oder zumindest beeinflusst. Sie ist Faktiererin. Aber das wäre natürlich sehr extrem. Also so dumm wie sie ist, kann man doch gar nicht sein. Einige unserer Spielercharaktere haben schon psychotische Episoden. Sehr gut zu wissen. Nein, grundsätzlich, ich hatte dann auch noch irgendwie die Überlegung, als Encinio die Verantwortung für die Krallen zu übernehmen, damit halt im Endeffekt im Zweifelsfall erstmal nur ich hingerichtet werde und ich halt in den Fokus gerate, die anderen eine mildere Strafe kriegen. Gut, es könnte sein, dass man euch auspeitscht oder so, aber zumindest überlebt ihr das irgendwie, hoffe ich. Und dann, wenn das so weit geregelt ist, dann die Geweihtenkarte zu ziehen und zu sagen, ja, du kannst dich gerne gegenüber Boron selber verantworten, wenn du mich jetzt hier hinrichten lässt, wegen, ne, du weißt schon.
Und der plausibelste Plan war dann auch noch, dass wir, wenn wir denn hingerichtet werden sollten, oder wenn das überhaupt so weit kommt, dann die Boron-Geweihte, die halt hier in dem Heereszug mit dabei ist, dass die so eine Art letzte Ölung oder Beichte oder irgendwas abwimmt, bevor dann, ne, also wenigstens das sollte man es vielleicht dann zugestehen, dass man zumindest ihr stecken kann, was hier wirklich vorgefallen ist. Ich bin nicht ganz sicher, ob die das richtig mitbekommen hat. Dass zumindest, falls das für uns jetzt schief gehen sollte, im Nachhinein noch irgendwer an höherer Stelle oder in Al-Anfa oder wo auch immer dann davon erfährt. So wie es dann halt wirklich gewesen ist. Idee war auch, zu fliehen und dem Heereszug von Odorin du Métois und Bescheid zu geben, beziehungsweise unserem eigentlich noch mehr Vorgesetzten Said Bonaret und sagen, was letzten Endes hier wirklich abgegangen ist. Das mit dem Akoluten müssen wir jetzt aber auch dann in dem Moment nicht verheimlichen, das kann man dann noch erschwerend noch in die Waagschale werfen und also da kommt ja einiges hinzu dann letzten Endes, auch wie sie mit den Taktiken umgegangen ist, dass das alles mehr als chaotisch lief. Ja. Das könnte man auch vielleicht irgendwie mitteilen, wenn wieder die neuesten Marschbefehle kommen. Da ist ja dieser eine Freund von Consuela, der hin und wieder vom Schiff springt und uns Marschbefehle gibt. Dem könnte man auch was zustecken, unauffällig, im Vertrauen. Consuela konnte ja, glaube ich, ganz gut mit dem. Ja, wenn wir jetzt am nächsten Morgen hingerichtet werden, dann werden wir nicht dazu kommen, ihm das zuzustecken. Genau, aber wenn wir es rauszögern können. Ja. Aufschreiben der Boron-Geweihten geben, damit sie es ihnen zusteckt. Oder so. Ja, interessante Pläne. Welchen wollt ihr denn jetzt umsetzen? Weil ich fürchte, wenn jetzt idealerweise den Plan, bei dem wir überleben. Also, Odorin, ich krieg den Namen nicht hin. Odorin. Ja, wobei ich da ja vermuten würde, zum einen, wenn wir jetzt irgendwo fliehen und irgendwo überhaupt erstmal hier wegkommen würden, dann vielleicht auch eben ohne Ausrüstung. Und wenn sie dann richtig sauer wird, dann wird sie entsprechend Leute hin uns her schicken, die uns hetzen. Schätze ich mal. Die Kiki Warnack wäre noch so eine Idee, aber ich weiß nicht, inwiefern wir den trauen. Wir machen ja schon gemeinsame Sachen mit den Kimi vermutlich. Eventuell auch nicht. Es wäre Haustechnik halt auch so risikobehaftet. Wir haben doch auch eine gute. Einen Vorteil hätten wir, ne? Diejenigen, die uns dann folgen würden, um uns zu jagen, hätten allen Grund der Welt, möglichst lange dafür zu brauchen, weil die sonst beim nächsten Angriff mit dabei sein müssten. Also die werden nicht mit vollem Enthusiasmus hinter uns her sein. Wenn sie nicht ihre Elitetruppe schickt. Wenn sie ihre Elitetruppe schickt, sind wir... Das glaube ich tatsächlich nicht, denn sie braucht ihre Elitetruppe, um sich vor ihren eigenen Soldaten zu schützen. Ja, denn genau. Sie weiß ja sicherlich, dass das sie mit dem Feuer spielt. Auf die Sache würde ich vielleicht auch am ehesten aufspringen. Also wenn wir irgendwo die Gelegenheit haben, in so einem Prozess, wenn er schlecht läuft, zu appellieren an alle umstehenden Soldaten, dass die hier auf einem Himmelfahrtskommando sind unter einer Irren, dann könnte sich das Blatt doch vielleicht schnell wenden. Und wer wäre dazu besser geeignet als ein Geweihter des Boron? Der die weltliche mit der kirchlichen Macht vereint. Also wollt ihr es wirklich auf den Kriegsgerichtsprozess ankommen lassen? Naja. Möchten, wollen, das ist alles so unterschiedlich. Ich meine, wie Lukan gesagt hat, wenn wir hier uns davon machen, sind wir Deserteure. Genau, dann sind wir so einfach tot. Oder wir schlafen uns den. Und es ist mir zumindest nicht klar, oder ich bin mir nicht sicher, dass wir trotz allem gutes Gehör finden würden. Denn es ist eine Sache, seinen Vorgesetzten anzuschwärzen. Eine andere Sache, wenn der Vorgesetzte einfach uns Insubordination vorwirft, die wir dadurch auch noch unterstrichen haben, dass wir desertiert sind. Ja, wenn keiner von den anderen redet, wenn sie die einfach an ein Himmelfahrtskommando nochmal den Berg hochschickt und sie dann mit 5, 6 Hanseln die einzige Überlebende ist und dann wir 5, die wir desertiert sind. Ganz schlechte Karten.
Denn dann kann sie ihnen alles erzählen. Dann kann sie sagen, dass wir uns vor der letzten Schlacht zurückgezogen hätten. Ich sehe auch nur die Möglichkeit, Prozess beeinflussen, vielleicht die Umstehenden überzeugen oder fliehen und die Kampagne beenden. So. Wir sind raus. Mit Tod oder... Ja gut, das ist natürlich jetzt sehr viel Metagaming. Ja. Also ich meine, für uns ist das Ende der Kampagne, wenn wir uns jetzt entscheiden, wenn wir uns entscheiden zu fliehen, wir werden das nicht überleben. Ich bin ziemlich sicher, dass wir die Flucht nicht überleben werden. Ja. Beziehungsweise, wenn wir dann jemanden finden, der uns zuhört, dann wird der ganz kurz mal sich überlegen, was wir uns alles zu Schulden kommen haben lassen. Und dann würden wir vielleicht in Al-Anfa vors Kriegsgericht gestellt werden, weil das, was wir dann hier erzählen über die große Generalissima, wird in Al-Anfa bestimmt nicht gut ankommen und wird generell als, wie hieß es so schön, Wehrkraftzersetzung interpretiert werden. Da legen wir uns dann mit den Gronden an. Das ist auch doof. Wir haben ja schon gesehen, wie sie Todesurteile vollstreckt ohne irgendein Gerichtsverfahren. Mhm. Und wir bekommen eins und ich glaube nicht, dass es unterhalb eines schnellen Todes vonstatten gehen wird. Also ich würfel doch alle mal auf Sagen und Legenden. Der Spielleiter versucht uns unbedingt davon abzuhalten. Das ist auf jeden Fall. Der Spielleiter hat noch mehrere Esse im Ärmel. Das ist alles schon. Alles gut. Okay, gut. Eine QS. Eine QS. Nichts. Keine. Eine QS. Wir haben voll die Ahnung. Hilft jetzt auch nicht weiter. Hilft es, mit einem Schicksalspunkt eine zweite zu kaufen? Reicht das dann? Nee. Auch nicht. Lassen wir das einfach. Ich habe nur zwei Punkte da drin, es geht nicht höher. Wir sind so ein bisschen ein hoffnungsloser Fall, diese Gruppe hier, oder? Ja, wie ist denn eigentlich euer Konstitutionswurf geworden? Ja, ich habe ihn nicht bestanden. Ich habe eine 20 gewürfelt. Ja. Ah, du hast eine 20 gewürfelt. Ich habe eine 4 gewürfelt, gar kein Problem. Also, während Consuela nur so ein bisschen blass aussieht, könnte das wenige Essen sein, die Schlacht, die sie beobachtet hat, hört man aus Alondros Ecke so ein durchgehendes Knurren, das aber nicht von ihm, sondern von seinem Magen kommt. Hm. Und nicht mit Hunger zusammenhängt. Doch, durchaus. Ihr seid halt jetzt ein bisschen unterernährt gerade. Das kommt noch hinzu, wenn wir uns unterernährt dann noch auf den Weg machen. Das wird ja immer besser. Wir sind in einem Haus eingesperrt, richtig? Das ist mehr so ein Schuppen. Und da gibt es nichts außer Ziegenstall und Stroh. Ja. Vielleicht ist noch irgendwo ein Holzflock zu finden. Ah, immerhin. Das ist doch schon mal was. Ja, eine Waffe. Beziehungsweise als Hebel, um ein Brett aus der Rückwand rauszuholen. Also ich würde sagen, wir bleiben nicht. Es ist jetzt spät am Abend, so gegen 10. Da nähert sich eine dunkle Gestalt dem Ziegenstall. Spricht kurz mit den Wachen, die nicken und dann reicht sie ihnen wohl noch irgendwie ein Getränk oder so etwas und kommt dann zu euch in den Ziegenstall. Es ist Velenia, die Buron-Geweihte. Aha. Buron zum Gruße, Bruder. Es ist dann wohl an der Zeit, dass ihr eure Beichte ablegt, wenn es morgen einen Kriegsgerichtsprozess gibt. Und sie setzt sich hin. Dann fangt an, mir eure Sünden zu erzählen. Meine größte Sünde ist, dass ich den falschen Leuten vertraut habe. Den falschen Autoritäten. Sie segnet dich. Meine größte Sünde ist, dass ich nicht schon längst Konsequenzen gezogen habe, als ich damals gesehen habe, dass sich die Generalissima über jedwedes Recht hinwegsetzt und diesen stellvertretenden Prokonsul oder was er war, einfach ans Kreuz geschlungen hat. Auch eine Grandin wird verboren irgendwann ihre Sünden gestehen müssen. Ja, aber nicht vor einem weltlichen Gericht, wenn es niemand sagt. Und ich hätte sprechen müssen. Oh, sie segnet dich. Kurz, die Frage, ist es hier auch so, dass man Sünden beichtet, die halt nicht weitererzählt werden dürfen von einem Geweihten? Also, dass das halt
dem Gott gebeichtet wird. Also, das Beichtgeheimnis als solches gibt es natürlich nicht. Aber du weißt auch, dass deine Brüder und Schwester jetzt auch nicht in dem Rufe stehen, besonders chatty zu sein. Ja gut. um das jetzt mal ganz vorsichtig auszudrücken. Meine größte Sünde war es, mich an diesem Mord unseres eigenen Informanten und seiner jungen Tochter zu beteiligen auf Befehl dieser schrecklichen Heerführerin. Na, sie segnet dich. Und ja, mach du erst. Ja, ich weiß. Ich stehe tatsächlich einfach nur schweigend da, grummeln in mich hinein. Es ging über Boron völlig okay, glaube ich. Ja, ich schüttel einfach nur den Kopf und gehe hin und her. Und ja, es ist, ich bin unzufrieden mit der Gesamtsituation. Meine größte Sünde ist die aktuelle Ratlosigkeit. Weil ich keinen Hinweis habe, was zu tun ist. Die segnet dich. Ja. Ich doch ein bisschen weiter reden. Ja, ja, dann rede weiter. Ja, ja, doch, doch. Weil, jetzt habe ich den Faden verloren, Mist. Ich mich nicht in der Lage sehe, irgendwie auf eine Person zu... Also einzuwirken, die meint, eine als Heerführerin diesen Krieg hier führen und gewinnen zu können, wenn sie Straßen mit den Leichen ihrer eigenen Leute pflastert. Denn die Toten, die heute gefallen sind, die Toten, die in Menahed gefallen sind, dafür hat sie die Verantwortung. Sie sucht stetig die Verantwortung woanders. Niemand hat bis jetzt den Schneid gehabt, sich gegen sie zu erheben. Dadurch, dass die Sieger die Geschichte schreiben, wird im Zweifelsfall auch niemand hiervon etwas erfahren. Sie segnet dich. Es sei denn, dass ihr Nachricht gibt. Ich? Ich kann hier nicht weg. Bei Zeiten, je nachdem, was mit uns noch weiter passiert. Das wird man sehen, was mit euch weiter passiert. Es kommt ganz darauf an, was ihr zu meinem Angebot zu sagen habt. Dann lasst hören. Ihr kennt Alvaro Garanes? Ja. Ja. Den armen Sergeanten, den sie gestern ausgepeitscht haben? Ein sehr netter und fähiger Waldläufer. Ich habe ihm vorhin die letzte Ölung gegeben und da hat er mich um etwas gebeten, was ich schweren Herzens wohl tun muss im Anblick dessen, was hier geschieht. Und was wäre das? Er möchte, dass ihr zu Oderin geht und ihm Bericht erstattet. Yes. Und nur ihm. Nicht einem Adjutanten, nicht irgendeinem Untergebenen, nicht eurem Befehlshaber, nur ihm direkt. Gut. Er hat nicht davon gesprochen, dass wir ihn befreien sollen. Bitte nochmal, was? Er hat nicht davon gesprochen, dass wir ihn befreien sollen, bevor wir fliehen. Wenn er die letzte Ölung bekommen hat, dann ist er tot, ja. Achso, ich dachte für morgen. I don't know, er ist tot. Man kann ihn nicht mehr befreien. Er ist jetzt frei, wenn ihr so wollt. Ihr müsstet euch schnell entscheiden. Das Kriegsgericht ich wäre dabei. Das Kriegsgericht ist direkt morgen früh, ja? Das weiß ich nicht. Das kann auch eine Woche dauern, bis Marana ein Kriegsgericht einberuft.
aber es ist besser, ihr verschwindet heute noch. Wir haben keine Ausrüstung. Dann werdet ihr euch sie irgendwie zusammengaunern müssen in diesem Lager. Das kriegen wir doch hin, oder nicht? Was ist mit den Wachen? Jetzt nur mal so von dem, also wenn man dort, wir haben jetzt relativ leise gesprochen mit den Sünden und so, aber ich habe so den Verdacht, sie hat denen etwas zu trinken. Getränk. Genau, dass die. Sie dreht sich um, es macht zweimal bum bum. Da liegen zwei schlafende Wachen. Ja. So, das heißt, wir hätten da schon mal, wenn wir die jetzt hier reinbringen erstmal. Ne, Moment. Ja, doch, vielleicht ganz gut. Gibt es Patrouillen eigentlich hier? Haben wir die letzte Nacht gesehen oder dass hier irgendwer nochmal rund geht? Klar gibt es Patrouillen. Okay. Obwohl die so zerschlagen sind gerade. Ja, man kann natürlich davon ausgehen, dass die heute Nacht vielleicht die Patrouillen nicht so 100% bei der Sache sind, aber. Also außer natürlich dem Feind gegenüber, weil es gibt natürlich auch immer die Gefahr eines Gegners. Ja, ja, ja. Aber so im Großen und Ganzen werden die wahrscheinlich mehr Dienst nach Vorschrift machen. Also, dass wir die Kollegen da draußen mal hier reinschlüren, uns wieder mit deren Waffen und eventuell, wenn sie passen, Rüstungen ausstatten. Ja, Velenia steht auf, verneigt sich. Hab Dank. Ich werde ja sehen, ob ihr mein Angebot angenommen habt oder nicht. Dreht sich um und geht in die Nacht hinaus. Lässt sie die Tür offen? Ja, natürlich. Gut, dann los. Nicht, dass die Tür für Avesander wirklich ein großes Hindernis gewesen wäre. Ja, dann haben wir zumal. Oder nehmen wir erstmal nur die Waffen mit und versuchen selber uns unser Zeug irgendwo. Mein Zeug ist mir relativ egal. Dürfte ja auch bewacht sein. So, dass hier, wenn die schlafen, dann stehen sie vielleicht auf. Wo haben wir unser Zeug denn auf den Haufen geworfen? Also wissen wir, wo das Zeughaus ist, fragen wir mal so. Beziehungsweise unser eigenes Zeug. Ja, das aber das schon Zeughaus eingerichtet ist, wisst ihr, ja. Aber haben wir da auch unseren persönlichen Kram hingeworfen? Oder das, ist das hier vor der Hütte? Also ihr habt das da irgendwo auf dem Marktplatz ablegen müssen und das haben sie wahrscheinlich irgendwo hingebracht. Ob das jetzt im Zeughaus ist oder in Marvanas Unterhosensammlung, das wissen wir nicht. Das gilt es eben herauszufinden, aber Sander. Gut. Naja, ja, ich habe keine speziellen Waffen, die besonders wären. Für mich reicht jede Ausrüstung aus dem Zeughaus. Ich denke, das Wichtigste ist vermutlich der Rabenschlag. Und meine Magnetsteine und mein Ingrim Heiliges Schwert und meine Dietriche und meine Ingrim Heiliges Schwert. Wir verstehen schon. Probleme kann man haben. Dann lasst uns los und versuchen wir dieses Mal leise zu sein. Was haben die Wachen für Waffen dabei? Also Dolche wahrscheinlich und. Also die haben Dolche. Ja, was werden die eigentlich für Waffen dabei haben? Haben die Rüstung, das ist die Rüstung haben sie natürlich, ja. Und die haben beide eine Lederrüstung an. Würden die uns passen von der Größe her? Kurz abgeschätzt. Dir und Alondro wahrscheinlich ja. Den anderen. Zieht ihr euch erstmal die Rüstungen an, ihr müsst sowieso vorne stehen. Ja. Was haben sie für Waffen? Also Hellebarde finde ich jetzt A für so einen Dschungelkampf und für so eine alemannische Armee etwas merkwürdig. Haben sie nicht. Einfache Säbel. Also Sklaventod oder sowas in die Richtung? Ja, sagen wir mal einen Sklaventod jeder und vielleicht einer hat noch ein Schild. Einen mittleren. Also dann haben wir jetzt Rüstung und wobei? Zwei Lederrüstung, zwei Sklaventod, zwei Dolche. Je nachdem, was sie sonst noch so haben, wenn wir jetzt deren Kleidung anziehen, ist die Frage, wie weit wir bekannt sind. Und wenn wir uns jetzt hier zu zweit mit deren Kleidung bewegen, dass wir als Söldner Wachen Dingsbums durchgehen. Ja, als wir standen, Verkleidungsspezialisten. Wir standen mal auf der Bühne. Also. Jetzt im Dunkeln mit nach so einem Schlachttag, wo die alle vielleicht eher. Ich schau mich mal um. Ist hier irgendwo Ziegendung? Ja. Ja, der wunderbar. Ist schon ein bisschen trocken vielleicht. Dann kommt doch mal bei mich bei. Dann nehme ich ein bisschen was von dem Wasser, das wir haben, tue ein bisschen Ziegendung da rein und dann creme ich euch ein, dass ihr ein bisschen dunkler seid. Euch erkennt niemand. Boah, das stinkt. Hier stinken wir wie die Hölle.
Das ist egal. Sagen diejenigen, die im Fisch, die in den Fischbottichen saßen, das ist schon. Und ganz ehrlich, ertrunken sind schon viele, erstunken ist noch niemand. Da wäre ich mir nicht so sicher. Avisander? Ich würde da lieber was sagen. Wenn wir wieder in Al-Anfa sind, dann führe ich dich mal in ein wirklich schönes Spa aus, als Belohnung. Ich schmier mich damit einfach ein, so komplett ohne Hemmung. Ja, da kennt jetzt Consuela nix Eitelkeit, die schießt sie jetzt in den Wind und stellt sich vor, es ist die neueste thulamidische Schminke, die sie irgendwo teuer erstanden hat. Nur raus hier. Ja, hilft ja nichts. Ja, hilft ja nichts. So, genau. Dann, wenn wir draußen sind, kurz abpassen, ob man irgendwo, ich meine, die Häuser werden einen gewissen Abstand haben, irgendwo Wachen erkennen kann oder die Patrouillen. Wir sollten vielleicht auch nicht in einer Gruppe zu fünf sein, sondern vielleicht lieber können. Drei und zwei, oder? Ich habe auch meine Haare mit dem Kot eingeschmiert. Wenn wir gerade noch ein. Ja, du bist ja, ja stimmt, denn du bist ja ganz hellhaarig, genau. Ich könnte mir so einen Dolch nehmen, tatsächlich. Wie wollt ihr das denn jetzt machen? Wer will denn jetzt wohin, sozusagen? Also mein Vorschlag wäre, bevor wir loslaufen, dass wir nicht in einer Gruppe zu fünft unterwegs sind, sondern drei und zwei. Ja. Vielleicht ist dann... Ja. Entschuldigung? Nee, jede dieser Gruppen hat dann einen der Fake-Gardisten bei sich. Also Alondro führt uns als Fake-Gardist zum Zeughaus und Lucan führt uns als Fake-Gardist auf die Suche nach anderen wichtigen Gegenständen oder Hinweisen. Je nachdem, wo wir hinwollen, das ist natürlich die Frage. Das hätte ich jetzt eher gesagt, dass Ivonia und Alessandra dann eben mal zum Zeughaus gehen, wegen Schleichen und Schlösserknacken. Ah ja, gut, das ginge auch. Aber das wird gut überwacht sein. So. Dann kommt auf einmal, wie viele. Also ein paar Kanalpunkte habe ich noch. Sonst vielleicht... Also mir persönlich geht es wirklich um die ganzen verrückten persönlichen Gegenstände, aber vielleicht kann man sich auch irgendwo anders was zusammenklauben, wirklich. Also im Zelt einbrechen, wo keiner schläft, weil die noch Karten spielen oder so. Wir brauchen also Proviant. Zeughaus und Feldküche, würde ich sagen, um Proviant mitzunehmen. Also, dass wir noch was zu essen haben. Ja. Proviant, wenn es geht, Egelschreck und sowas, genau. Ein paar Waffen. Das wirst du im Zeughaus hoffentlich finden, dass da noch irgendwelche Vorräte sind. Also ich sage jetzt nur, weil ich davon ausgehe, dass da ein Schloss zugeschlagen ist. Wahrscheinlich aber auch mehr als zwei Waffen. Ja, dann vielleicht wollen die erstmal auskundschaften, wer wo steht. Also dass man halt schon mal einen Überblick hat oder so, dass du mal so ein, zwei Sträßchen... Wir konnten von hier aus ja den Marktplatz sehen, ne? Also das Haus von der Generalissima wird sicherlich bewacht, also werden irgendwelche Wachen vor sein. So, jetzt ist die Frage, wo das Zeughaus ist, wie nah das dran ist, oder? Das steht ein bisschen abseits, mehr Richtung dem anderen Tor, das von dem Bergen wegführt, durch das ihr damals sozusagen auch eingedrungen seid oder ja. Seid ihr über die Palisade gekleckert, aber die Ecke. Also eine Idee hätte ich auch noch, bevor wir gehen, nämlich die beiden Wachen in unseren Stall zu ziehen und die Tür kann ich dann verschließen. Und vielleicht die Wachen noch knebeln, dass wenn die nicht aufwachen, nicht anfangen laut zu schreien. Gute Idee. Ja, sehr gut. Wer kann sie denn gut fesseln? Ja. Avisander ist das sehr gut. Naja, sieben. Naja, das sind drei QS, die du erreichen kannst. Hätte ich gesagt, wenn man so links und rechts da von der Tür zum Beispiel so Nägel hat, dass man sie so da reinhängt, dass sie so zwar baumelnd da irgendwo vorstehen, aber von Weitem sieht es da so aus, als ob das noch bewacht wäre. Das ist wahrscheinlich jetzt auch zu aufwendig. Und hält nicht, wenn die 80 Kilo wiegen. Das zerreißt oder mehr, wenn es kräftige Soldaten sind. Das zerreißt eher die Tunika. Okay, möchte die Wonja schon mal ein bisschen vorgehen, ein bisschen schon mal spionieren, während er fesselt, dass wir ein bisschen Zeit gewinnen? Oder? Ich würde mich auch noch, wenn vorhanden, dort irgendwo in einer Schlammpfütze kurz mal rumwühlen, dass ich dementsprechend auch noch mal getarnt bin und da nicht auffalle. Also schön dunkel. Ja, und klar. Und mich dann aufmachen. Fesseln 3 QS. Und knebeln.
Gut, die sind dann gut verknebelt. Dann würfel mal auf Verbergen, wo du vorangehst. Jetzt mach keinen Scheiß. Also wir würfeln nur mit W12. Also ihr wohnt ja, das ist klar. W12. Schön. Sieht aber gut aus. Sekunde, die 16. Ja, das passt mit 2 QS. Mit 2 QS. Gut, ja, du hast es in so einem Hausschatten irgendwie geschafft in die Nähe des Zeughauses. Von da aus kannst du auch so ein bisschen die, also, na, so die Feldküche ist da auch in der Nähe untergebracht. Da ist tatsächlich eine Wache, scheint aber jetzt nicht besonders aufmerksam zu sein. Vor der Feldküche ist keine Wache aufgestellt. Du hörst auch allgemein, also da es sind erstaunlich wenige Söldner noch wach. Also es scheint wirklich nur Wachen rumzulaufen. Die anderen sind scheinbar, weiß ich nicht, kümmern sich um ihre Wunden oder wollten schlafen nach dem anstrengenden Tag. Es war ja immerhin eine ziemliche Schlacht. Okay. Zeughaus? Es ist eine Wache davor, Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal zwischenfrage. Ja, eine Wache. Eine. Beim Zeughaus, gut. Okay. Weil ich hatte ja zur Feldküche rausgehört. Gut. Nee, ich hab's auch so verstanden. Vor der Feldküche ist eine Person, oder? Zeughaus? Nee, eine Wache vor der Feldküche. Vor dem Zeughaus ist eine Person, vor der Feldküche ist niemand. Okay. Okay. Also, vor der Feldküche ist niemand, okay. Sind Zeughaus und Feldküche miteinander verbunden? Nein. Nein, okay. Das sind zwei Häuser. Okay. Also 2-1. Nee, dann nur einer. Gut. Dann gehe ich mal Bescheid sagen, dass es nur einer ist, wenn ich das. Ich frage jetzt nochmal nach, sicherheitshalber. Einer. Okay. Ja, eine Wache. Mit dem Hinweis, eine, den du sehen kannst. Den ich sehen kann. Ja, also. Ja, du weißt, also ich meine, wenn du zurückkommst und es sagst, dann sage ich, wir wissen nicht, wie viele drin sind. Einer ist draußen. Drinnen. Eben. Kann ja nicht reingehen, wenn der davor steht. Nee, das ist schon richtig, aber es kann gut sein, dass die im Zurückhaus zum Beispiel irgendwas machen. Das ist ja nicht. Also. Also, es ist spät in der Nacht. So richtig machen tut da jetzt wahrscheinlich keiner was. Ne? Das weiß man nicht. Ja, dann um die Wache kümmere ich mich. Gut, soll ich die Feldküche gehen? Ja. Gut. Ich würde versuchen, in die Feldküche zu schleichen. Dann würfel mal auf Verbergen. Ich setze meinen Chip an. Oh, nee. 12-1-6. Ja, das ist doch gut. Ja, denn die 19 hätte ich nicht weggebracht. Mit dem Verbergen komme ich damit auf 2 QS. Ja, du hast dich, wie du glaubst, unbemerkt in die Nähe der Feldküche vorgewagt. Kann ich die Türe öffnen? Wenn du die Klinke drückst, öffnet sich die Tür. Gut, dann mache ich die Tür nur so einen Spalt auf, dass ich gerade durchpasse und trete. Nein, ist Innenlicht. Nee. Ich lausche kurz, ob ich was höre. Eine QS. Ja. Und was höre ich? Du hörst Schritte, die da irgendwie so auf diesem Hauptweg da so längs gehen. Aber nicht aus der Küche? Nee, nicht aus der Küche. Gut, dann schlängle ich mich in die Küche. Ey! Du da! Ich drehe mich um. Ja. Ah, bist eine von den leichten Mädchen vom Wagenzug, was? Genau. Ah, wusste gar nicht, dass das. Ah, es geht schon wieder. Naja, also für so einen. Da muss ich mal meinen Sold jetzt nachzählen. Ne? Hast Hunger oder was? Also, wir können natürlich auch. Ich kann dir auch ein Stück was zu essen geben für so einen kleinen hier hinter dem Haus, ne? Das ist eine. Nein, eher drinnen. Komm drin? Mit rein. Ja, Feldküche. Ja, sieht uns ja keiner. Dann schnell rein. Nein, das sieht uns keiner. Ist in der Feldküche, ist dort irgendwo ein Messer? Ja, klar ist da ein Messer. Das ist eine Feldküche. Ich nehme das Messer.
Ja. Und dann jetzt hast du ein Messer in der Hand. Ich stoße es ihm ins Herz. Oh, oh Gott. Leider treffe ich aber nicht. Oh, du bist ja eine ganz wilde. Mal gucken, aber so. Ja, man hält deine Hand fest. Na. Gut, okay. Du willst nicht für Essen, ist schon gut. Mädchen, du musst nicht gleich so durchdrehen. Ne? Was brauchst du denn zu essen? Wir gucken hier mal. Und er wühlt da so ein bisschen rum und gibt dir dann irgendwie so ein bisschen getrocknete Linsen und irgendwie so ein Kantenbrot. So, jetzt raus mit dir. Ne? Ich hab nichts gesehen, alles gut. Zeug und ich renne und lass das raus. Messer da. Ja, ich lass das Messer da. Ich lass das Messer fallen, ich renne raus. Ich renne tatsächlich. Ich renne nicht zu dem Stall zurück. Wir haben eine Sache vergessen, wir hätten uns einen Treffpunkt ausmachen müssen, weil wir getrennt sind, wo wir uns treffen. Das haben wir nicht gemacht. Das heißt, was ich jetzt mache, ist, ich weiß ja, wie Truss aussieht, weil ich habe es ja eingenommen mit den anderen zusammen. Da waren ja zwei Tore, gell? Ich renne zu dem in die Richtung dessen, durch das wir reingekommen sind damals. Du hörst noch so ganz leise im Hintergrund. Die Raya-Dienerinnen von heute sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Ja, sie stinken nach Ziegenstall. Und wie eine Tür geschlossen wird und jemand langsam wieder weitergeht. Und dann drücke ich, also ich meine, ich schaue dann, ich gucke, ob da Leute sind und dann drücke ich mich in irgendeine Hauswand im Schatten. Ja, dann würfel nochmal auf Verbergen. Ja, das war's mit 2,20ern. Nein! Mit 2,20ern? 20, 20, 16. Gut. Habt ihr das parallel gemacht mit dem Zeughaus oder ist das jetzt hier so eine? Nein, das ist parallel. Ja, wohl ja, dann würfel du jetzt mal mit Alessandra auf Verbergen, ob ihr da irgendwie. Lukan, du wolltest den umhauen, den Wächter, was wolltest du machen? Nein, also meine Strategie wäre jetzt, dass ich mit Alondro zusammen, wie gesagt, so auf Patrouille mäßig, ich brauche nur in die Nähe zu kommen. Also Reichweite von Schlaf ist 8 Schritt. Ich möchte ihn einfach einschlafen lassen. Tja, das kannst du von der Hausecke aus machen. Ja, und das dann, keine Ahnung, vielleicht könnte Alondro einfach stehen bleiben und entweder es wirklich machen oder so tun, als ob er sich erleichtern würde, dass er einfach mal kurz sich in die Ecke stellt, ja. So in die Richtung, dass man halt, oh, jetzt komm. Ihr seht ja aus wie Soldaten. Genau. Und dann würde ich kurz anfangen zu sprechen. Oh, sollte es richtig schreiben. Ich mache es auch wirklich auffällig, sodass ich gar nicht den Eindruck erwecke, als würde ich irgendwas verheimlichen wollen. Würfel mal auf Gaukeleien. Oh. Er soll nicht jonglieren, er soll einfach winkeln. Fällt das nicht unter Überzeugen? Oder Schauspielerei, ne? Schlaf dauert eh nur 2 Aktionen, also vielleicht wird dann. Ja, so. Wie viel QS hast du denn? Ich habe 4 gewürfelt, ich würde noch einen Chip drauflegen, dann sind es 5, dann schläft er nämlich ein. Genau, der schläft dann tatsächlich ein. So, das heißt, er sackt hoffentlich so ein bisschen zusammen und lehnt sich da gegen die Wand. Okay, Alondro, jetzt. Währenddessen hört ihr, na Schätzchen, was machst du denn da? Und dann seht ihr Consuela, wie sie so einen Soldaten in die Feldküche zieht. Ich habe Hunger und sie ist unersättlich. Mann. Wir haben jetzt hier die Mission, dann. Eigentlich Alessandra? Den wollte ich ja mitnehmen zum Zeughaus. Ich bleib draußen stehen als Wache. Und nehme seinen Platz ein. Das ist eine gute Idee. Ist ja die Frage, ob die Tür offen ist, also wenn man da mal hingeht und dann die Tür probiert. Tür ist verschlossen. Die ist verschlossen, okay. Hat der Wachmann einen Schlüssel? Nein. Das ist ein Wachmann. Nur zur Klärung. Also, wie sind die Teams aufgeteilt? Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass Alessandra irgendwo vielleicht. Alessandra, du sollst die Tür aufmachen. Genau. Das hat Lukan gesagt. Du bist mit Lukan und Alondro und Ivonia. Ich hätte auch gedacht, dass ich jetzt im Zeughaus bin. Aber ich dachte eigentlich, dass ich mit Ivonia zum Zeughaus gehe. Aber dann sind wir da jetzt zu viert, oder wie? Ihr seid da jetzt zu viert, ja. Okay, gut. Dann
Consuela muss die ganze harte Arbeit wieder alleine machen. Nee, dazu ist es erst gar nicht gekommen. So, das Schloss bitte. Ja, dann, ich habe ja meine Dietriche nicht und überhaupt nichts Sinnvolles, aber ich habe ja einen Dolch. Ja, zum Einserschwert. Ja. Nicht so gut gewürfelt, aber es wären 2 QS. Oh ja, knapp. Gut, dann geht das relativ schnell. Wir würfeln mal hier. Ah. Gut, ja, die Tür geht auf. Wer geht jetzt alles in das Zeughaus? Alondro wollte ja Wache stehen. Genau, Alondro übernimmt den Teil der Wache. Die anderen nehmen wir halt mit rein. Wenn man mit dem Sachte umgeht, dürfte auch nicht aufwachen. Und dann drinnen irgendwo, ja, hinsetzen oder direkt hinter der Tür, dann einfach im Boden. Es ist halt dunkel da drin. Aber es fand da doch ein Feuerfinger. Ich wollte gerade sagen, Feuerfinger. Genau. Den würde ich dann gut anmachen. Ihr hört dann alle so, die Raya-Diener waren früher auch mal anders. So, mehr zu, scheint jemand zu sich selber zu sagen, der dann hört ja auch so ein paar Schritte. Und dann, ja, Consuela, wie ist das? Du versuchst ja, dich in den Schatten der Häuser zu bewegen. Mhm. Bist aber irgendwie kurz abgelenkt, läufst gegen ein Haus. Du bekommst 3 Schadenspunkte, du hältst dir den Schädel und die Wachen vom Tor stürzen natürlich zu dir. Oh, was ist passiert? Au! Alondro, du siehst das natürlich. Ich laufe hin und zische sie an. Meine Güte, wie dumm bist du. Ich hab dir ganz genau beschrieben, wo du hinkommen sollst. Ah, ist das dein Liebchen, ja? Ja. Ich umklammere ihn so. Ja, ich meine, dann würfel dir beide so jetzt mal Meter auf Überreden, bitte, ja? Oh Gott. Also die Würfel, die vernichte ich jetzt. Das geht gar nicht. Eine QS. Eine QS, immerhin. Immerhin. Ich sehe, du hast mir sogar einen Teller Linsen mitgenommen. Ja, nee, ich hab das komplett, oder? Ja, nee, den habe ich. Der ist. Warte mal, das ist. Du bist so gar nicht zu gebrauchen. Nein, das bin ich auch nicht. Ich habe den Wurf versemmelt. Nicht gepatzt. Ach ja, Schatz, es tut mir auch so leid. Moment. Die verhält sich aber gar nicht wie eine von dem Wagenzug. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Ach komm, Kamerad. Ist ja nicht so, dass wir nicht alle unsere inoffiziellen Liebchen mit dabei hatten. Komm, niemand hat hier seine inoffiziellen Liebchen mit dabei. Was für ein Schwachsinn. Ach so, euer Zug und Funk. Na, dann sind eure Vorgesetzten ein bisschen strenger als unsere. Tut mir leid. Das wird morgen Meldung gemacht. Dein Name, Soldat. Alendrio. Batasco. Valendrio. Oh, wow. Batasco. Welches Regiment? Dritter Kralle. 5. Manipel. 5. Versorgungszug. Kralle Versorgungszug? Ja, deswegen stehe ich auf Wache. Weil mehr kämpfen traut man mir nicht zu. Okay, jetzt offenbar. Zum Glück ist er ein bisschen doof. Naja, und die da muss aber jetzt hier aus dem Lager raus. Mädchen, geh zurück zu deiner Puffmutter und lass es dir da gut gehen, ja? Und dann packen sie dich am Schlawittchen, machen das Tor auf und schmeißen dich so raus, Consuela. So richtig, mit so einem Bogen. Aus der Stadt raus. Ja. Besser geht's ja nicht. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich bin raus. Ja, du hast es geschafft, du bist draußen. Danke, Kamerad. Ich werd mir das auch merken. Ja, pass lieber auf, dass du morgen nicht ausgepeitscht wirst, Alejandro Batasco. Ach, da kommen ganz andere noch dran morgen.
glaube ich. Ah, ja, ja, die sie da, ja, ich habe schon gehört, Kriegsgericht und so. Ah, aber das kann manchmal ein bisschen dauern. Hoffen wir es. Naja, dann später, zurück dann zu deiner Wache. Da steht wieder keiner vom Zeughaus. Los, los. Ja, ich gehe, dreh mich um und im leichten Laufschritt renne ich da wieder hin zurück. Der macht nochmal so, ne? Auge. Ich, in meiner unerfahrenen, professionellen Art, versuche ich zu salutieren. Ja. Oh Gott, bitte tu es nicht! Etikette Wurf, doppelt 20! Dreifach Kerker. Ja, wir würfeln auf Etikette, Alonso. Das hätte nicht sein müssen. Bitte. Soldaten unter sich, das ist. Ja, doppelt 20. Das ist, wenn du dann so salutierst, oder? Ha! Ha! 1, 4, 9. Nimm das! Nimm das! Quatsch! Oh, das hätte ich jetzt nicht machen sollen. Oh, nein. Leute, konzentriert euch. Das heißt eine QS. Ich muss schlimm ganz werden. Ich laufe gegen ein Haus. Werde dann aus der Stadt geworfen, was genau das war, was ich immer wollte. Und der andere salutiert. Erfolgreich. Ja, mit einem QS. Mission accomplished. Lukan hat's nicht gesehen, er wäre so stolz auf dich. Achievement unlocked. Genau, sie haben einen neuen Gegenstand. Gott. Aber ihre Würde haben sie verloren. So eine Fake-Hand zum Salutieren. Er riecht ja nach Ziegenscheiße. Die riecht beide nach Ziegenscheiße. Versorgungszug halt, ne? Versorgung. Ja. Von wegen Versorgung. Im Zeughaus. Ihr habt einen Feuerfinger und ihr dürft jetzt alle einmal auf Sinnesschärfe würfeln. Uff. Scheiße. Das geht schon gut weiter, oder? Die Sterne sind uns nicht voll. Um eins daneben. 3 QS. Oh Sekunde, ich bin bei. Ich bin bei euch! Vielleicht ist es besser, sich von uns fernzuhalten. 3 QS, du findest tatsächlich deinen Rabenschnabel wieder. Ah, perfekt. Ah, da wo der Rabenschnabel ist, sind da noch mehr interessante Sachen? Oder haben die alles getrennt und sortiert? Stand da an der Wand, das scheint alles getrennt und sortiert zu sein. Ja. Oha. Also, wollt ihr euch einfach Sachen schnappen, die ihr braucht und die ihr jetzt mitnehmen wollt, oder wollt ihr euch halt länger aufhalten? Nee, ich würde sagen, Sachen schnappen. Also, das Blöde ist, wenn man jetzt irgendwo, im Zweifelsfall wäre es ein, ich meine, wir sind im Zeughaus, da wird es alles Mögliche geben, sprich irgendwo, ich meine, Yvonne, ja, wenn du eine Rüstung anhattest vorher, dann kannst du dir gerne hier noch schnell eine anziehen, dann hast du es gleich am Körper. Mache ich. Also, wir dann. Bogen, Köcher, ja. Speer, Dolch, ja. Meins. Ja, brauche ich. Ja. Muss ich irgendwie auf Neid würfeln, um meinen Kram wieder haben zu wollen? Oder? Neid? Eigentlich nicht, ne? Nö. Also, du bist in so einer Situation, aber Sander, es wäre schön, dein ganzes Zeugs wieder zu haben, aber ja. Hier steht auch unter so einem gewissen Zeitdruck natürlich. Ja, gut. Nervös bin ich ja auch. Also, schnell irgendwas Rapier-ähnliches und, vielleicht ja, du findest einen Degen, ja. Okay. Dann wollen ja vielleicht die kleine Abenteurerausrüstung, Kletterseil, Haken, Wasserschlauch, Beil, bla bla, was man da, Verbandszeug. Nehme ich an mich. Rucksack, dass wir es transportieren was so können. Also genau. Wasserschläuche solltet ihr vielleicht mehrere mitnehmen. Genau. Wasserschläuche, Proviant haben wir. Also ich helfe auch mit. Gibt es hier diese Arznei, diesen Umschlag mit den tollen Wirkungen über Nacht? Gut, dann. Ach, ich weiß, was du meinst. Eine Tuchrüstung. Nee. Tuchrüstung kannst du haben. Denkt ihr auch, dass es nicht auch noch gibt? Nee. Ja, deswegen. Ah, okay. Also Armbrust, ja. Also wenn, dann nur eine schwere Windenarmbrust, wenn du die mit dir rumschleppen willst. Ja.
Munition dazu nicht vergessen. Das habe ich. Stimmt, guter Punkt. Ich meine, so dieses Lölölö, Windarmus. Kling, 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 kling. Ich habe keine Bolzen dafür. Scheiße. 20 Aktionen später. Genau. Wo ist eigentlich mein Bolzen? Der blöde Elefant, ich kann erschießen, ich kann ihn erschießen. Er läuft auf uns zu. Egal, 20 Aktionen kriege ich hin. Gib mir mal den Bolzen. Finde ich meinen heiligen, find ich meinen heiligen Talisman gegen böse Geister? Nee. Das rostige Langschwert. Das haben sie bestimmt schon eingeschmolzen. Ja, dann findet irgendjemand meinen Zauberstab? Genau. Ja. Guter Punkt. Consuelas Zauberstab. Was waren eure anderen QS bei Sinnesschärfe? 2. 0. 0. 2. Dann würfeln wir mal Consuela hoch oder tief? Hoch. Na, du findest ihn. Okay, super. Gleich eingesteckt. Alondra hatte ja eigentlich nichts Individuelles. Naja, ich habe halt eine Waffe momentan, mit der ich nicht wirklich, mit der ich nur mäßig umgehen kann. Womit hat Alondra denn sonst immer gekämpft? Also an sowas denke ich. Hiebwaffen, Orgnabel. Ja, Alondra, da kommt jetzt jemand auf dich zu draußen. So ein Wächter. Ich nehme Haltung an. Ich bin eigentlich die Ablösung. Sollte nicht Alrik Wache schieben? Ja, den habe ich ja gerade eben abgelöst. Den habe ich ja gerade eben abgelöst. Was? Aber ich bin jetzt dran. Was? Wer hat denn den Dienstplan jetzt wieder durcheinander gebracht? Das weiß ich nicht. Ich habe nur meinen Namen mitbekommen und habe extra meinen Schlaf unterbrochen dafür. Ach, weißt du was? Wir können auch morgen tauschen. Also für mich ist es jetzt eh wurscht. Ich geh wieder schlafen. Ja, aber das merkt doch keiner von denen. Ist doch wurscht. Na, ich gehe das jetzt nachgucken. Und okay. Mach das. Und ich mach die Türen spalt auf und rufe rein. Wir sind beinahe aufgeflogen. Beeilt euch, wir müssen verschwinden. Gut, alles klar. Dann noch irgendwie sowas wie Bettrollen, Schlafrollen, irgendwas. Was hatten wir da noch? So Hängematten gibt es da auch. Also das war irgendwie so noch. Ja, Hängematten könnt ihr mitnehmen. Dietriche. Schlafsäcke gibt's nicht. Okay, gut. Dietriche, also irgendwas zum Schlafen haben oder so. Dietriche findest du auf die Schnelle nicht, Alessandra. Da gibt es bestimmt irgendwo, aber. Zeltplane. Hülala Feuer. Du willst so Spezialzeug haben? Kommt drauf an, was einem. Zeltplane könnt ihr euch aufschreiben, ja. Was einem ins Auge springt. Ich meine, vielleicht guckt man ja genau gerade da, wo die interessanten Sachen sind. Deswegen die Sinnesschärfe proben. Ja, aber dann tatsächlich eine Waffe für Alondro noch, dass er irgendwo noch... Wir können natürlich auch noch eine Sinnesschärfeprobe machen, euch Zeit lassen. Nee. Alles ich bin gut. Jetzt nervös. Nee. Ich vergesse dich nicht hier raus. Ja, dann alle bitte mal eine Verbergenprobe, ob ihr da ungesehen rauskommt. Ja. Was findet man denn für Alondro hiebwaffenmäßig? Oh. Noch ein Rabenschnabel oder so? Das müsste relativ gängig sein eigentlich. Ja, oder eine Axt oder ein Hammer oder... Ja. Eine Axt, ja. Eine Axt, okay, gut. Okay. Ich muss ein Chip einsetzen für Verbergen. Und dann habe ich... Eine QS. 3 QS. Schaffen wir es noch, die ursprüngliche Wache wieder hinzupacken? Obwohl, dann ist es, glaube ich, erst recht das auffällig, ne? Ist ziemlich auffällig. Ja, okay, dann nicht. Ja, der hat sich selber da drin schlafen gelegt. Mhm. Boah, dann wird er morgen gehängt, scheiße. Ja, du, hier werden einige gehängt, auch die wir da eingesperrt haben im Ziegenstall. Also wenn wir noch lange reden und gleich erwischt werden, dann werden wir gehängt. Und zwar wäre das noch das geringste Übel, also. Schnell weggehen. Okay, husch, husch. Ja. Husch. Und ich würde sagen, nicht zum Tor, sondern seitlich, dass wir über die Palisade gehen. Die war nicht besonders hoch, ne? Also das wäre nicht durchs Tor, das stehen wieder Wachen vor. Das ist irgendwie seitlich. Ja, ihr habt euch da jetzt rumgedrückt. Alondro muss jetzt auch nochmal auf Verbergen würfeln, ob er da ungesehen wegkommt von seiner Position. 2 QS. Ja. Und dann müsst ihr alle eine schöne Kletternprobe machen, um über die Palisade zu klettern. Okay. Ich löse ein Chip ein. Ja. Dann hat es auch. Gerne. Ich habe eine QS. 2 QS. Sekunde. Ja, das sind gerade noch so 2. Ja.
Und Alondro? Eine QS. Eine QS? Okay. Dann schafft ihr es alle drüber. Die Frage ist natürlich, wo ist Consuela jetzt? Aber das kann euch Alondro vielleicht sagen. Ja, Consuela, wir wissen ja, in welche Richtung wir gehen wollen. Also, das ist. Und deswegen bin ich auf der Seite der Stadt, wo ich hin möchte. Und dann habe ich mich wirklich einfach nur dort ins Gras geschlagen und schaue raus. Ah ja, dann siehst du sie auch da, diese Schatten über die Mauer kommen. Mhm. Ja, dann würde ich mich zu ihnen, ich würde wirklich hinrobben. Hm. Soll ich dafür würfeln? Nö. Und dann meinst du, pst, pst. So dieses Rumschrecken, Mist. Was ist das für ein Tier? Das ist Consuela, hoffe ich. Ja. Ah. Los, komm her, wir müssen. Wir sind ja auf einer Hochebene. Ja. Und da war der Wachturm in die Richtung. Ja, und den Wachturm ist jetzt so ein Lager von Wagen aufgebaut auch. Okay. Was sagt denn Ivonias Orientierung, dass wir irgendwie seitlich an denen vorbeikommen? Ich guck mal. Ich glaube, du bist da die Beste für geeignet, ne? Also bist ja, ich habe jetzt auch mal 1, 2, 3 gewürfelt. Das ist gut, das ist gut. Eine Straße. Also bitte eine Route, wie wir die umgehen können, ohne jetzt... Das Route Beste ist berechnet. Wahrscheinlich... Also die Stadt ist hier, ne? Der Wachturm ist ungefähr da. Am besten, ihr geht wahrscheinlich so schräg nach unten und dann möglichst in den Wald. Und dann müsst ihr halt die Orientierung nochmal ändern. Und ihr dürft nochmal alle auf Klugheit würfeln. Ja. Ja, mit einer 1. Mit einer 1? Ja. Dann Consuela, du hast den Geist im Blitz. Ich hab 20. Ja, und der ist? Es wäre natürlich gut, wenn ihr heute Nacht noch über diese dumme Brücke kommen würdet, die da kaputt gemacht war, um die dann wieder kaputt zu machen. Gut, aber ich bin selber drauf gekommen. Wir sollten voll heute Nacht noch diese Brücke überqueren, um sie dann nach uns abzubrennen, sozusagen. Das ist brillant. So, okay, ja. Das ist eine sehr gute Idee. Ich für gar keine Anmerkung, ich habe eine 20. Was für eine Brücke? Was für eine Brücke? Wieso Brücke? Welche Brücke? Die Brücken haben es da hinten einfach über den Fluss. Los. Doch nicht Richtung Kimi, bist du wahnsinnig. Schnell. Achso, Ivonia denkt, wir sollten die Brücke reparieren. Ja, genau. Ivonia sagt, wir sollen die Brücke reparieren, dann der Generalissima unseren Plan mitteilen. Und zwar persönlich zu fünft und dann wieder rausgehen, die Brücke übergehen. Ja, wir sind mit dem Qualitätscheck deiner Wachen und deiner Gefangenenhaltung fertig. Die Wachen haben voll versagt. Wir sind entkommen. Haben Wachen getäuscht. Wir haben Ausrüstung geklaut. Also, da müssen wir doch mal drüber reden. Wir hätten da ein paar Verbesserungsvorschläge, Optimierungen. Ja. Also, genau. Consuela, Lukan hat deinen Zauberstab gefunden. Hier, Alondro, hast du eine Axt. Kannst du damit auch kämpfen? Ja. Ich halte ihn so ein bisschen an mein Herz. Nee, mein Herz ist hier wieder vollständig. Mein Schatz. Haben wir einen Bogen für Ivonia? Sie hat sich ausgestattet, ja. Ivonia hat seinen Bogen. Ja. Gut. Sofern du Pfeile mitgenommen hast. Ja, ich habe Pfeile mitgenommen. Ein Köcher, sie hat sogar gesagt, sie hat einen Köcher dabei. Gut, dann lasst uns los. Ja, ein Köcher, aber ist auch was drin. Na gut. Kommt dann in den Dschungel und es ist natürlich das erste Mal, dass ihr jetzt richtig nachts durch den Dschungel wandert. Selbst Ivonia hat das noch nicht oft gemacht. Aber sie führt euch dann ganz gut in so einem Halskreis auf die Straße zurück, auf der ihr dann etwas schneller vorankommt. Das Ganze ist natürlich unheimlich, überall knackt und zirpt es und ihr seid natürlich auch jetzt ziemlich müde. Es ist immerhin schon so 3 Uhr in der Nacht oder so. Ihr müsst alle mal eine Selbstbeherrschungsprobe machen. Das war jetzt hier voll Method Acting. Ich hoffe, ihr habt es gemerkt. Ich habe gegähnt. Mhm. Die Würfel sind doch auch scheiße. Ja, jetzt. Ich kann mich zusammenreißen, ja. Schöne 20 mit dabei, ja, klar. Super. Ausnahmsweise. Da. Also alle, die es nicht schaffen, haben eine Stufe Betäubung. Ich habe es gerade so geschafft. Gerade so. Gut. Haben wir wen, der es nicht geschafft hat? Du? Ja. Ich helfe dir. Ich habe 3 QS, dann. Also. Ich helfe dir ein bisschen. Wir schlafen gemeinsam ein. Ja. Ihr schafft es zu der Brücke. Das hab ich der Wache am Eingang auch versucht zu verkaufen. Im Morgengrauen kommt ihr zu der Brücke. Ihr geht hinüber. Wie wollt ihr sie denn kaputt machen? Also das ist jetzt so eine... Also die wurde jetzt etwas besser repariert, als ihr das gemacht habt, damit die Armee drüber kann. Aber ist sie aus Holz? Das sind Holz und Taue und sowas, ja.
Gut, wenn ihr wollt, kann ich das Ding abfackeln. Aber verschwende vielleicht nicht deine Kräfte. Also dann müssen wir es anders versuchen. Außerdem, Feuer macht Qualm und Qualm ist wieder auffällig, weil jetzt aufgefallen anderes. Ist. Das ist das Einzige, er hat eine Axt, Seile durchhacken, dass das Holz irgendwo runterfällt. Genau. Fertig. Genau. Gut. Dann einmal eine Kraftaktprobe von denen, die mit der Axt da draufhauen. Man kann auch sicherlich, die Tower kann man auch mit einem Messer oder irgendwo. Klar, das dauert länger. Ne? Also. Axt ist natürlich effizienter gegen so Tau. Dabei, aber ich 3 QS. Wow. Ja, läuft. 3 QS, ja gut. Du machst damit relativ kurzen Prozess. Und jetzt müsst ihr natürlich mal überlegen, was ihr euch eigentlich von den Karten erinnert und wie ihr jetzt eigentlich gehen wollt. Also die Straße bietet sich natürlich an. Aber also wir haben ja gelernt, dass wir dann nicht von der Straße abkommen dürfen wegen dieser komischen Pfähle, die da rumstehen, weil sonst bringen uns entweder die einen oder die anderen um. Ja, aber wenn ihr auf der Straße bleibt, bringen euch eure eigenen Leute um. Nein, ich werfe das jetzt mal so ein. Also egal, wo wir gehen, wir werden umgebracht. Also wen glauben wir, dass wir am meisten davon überzeugen können, dass sie uns nicht umbringen? Die Gewarnung. Eine Station, wo wir halt Pause machen können, ist dieses Perreine-Dingsbums, wo wir da dieses Pestlager... Wobei die Frage ist, ob die noch da sind. Nein, die sind nicht da, die sind alle tot, aber wenn es gut läuft, ist es nicht abgebrannt, dass man sich da irgendwo noch und haben vielleicht einen Brunnen oder so, der noch funktionsfähig ist. Ich verstehe, was du meinst. Ja, also da kommt man von der Straße weg, ohne dass wir gleich abgeschlachtet werden, von dem einen oder der anderen. Da stellt sich die Frage, ob die das nicht ahnen werden. Wie weit war das weg von hier aus, also von der Brücke? Es sind noch ein paar Stunden Marsch. Ja gut, müssen wir irgendwie hinkriegen. Aber ich denke, also wir wissen die Richtung. Lass uns das mal als Ziel formulieren. Ich glaube, es ist gut, wenn wir uns Etappenziele formulieren. Genau. So, ihr könnt aber auch alle mal auf Geografie würfeln. Oder Orientierung. Ja, läuft doppelt ein. Ja, das ist jetzt doch mal hier ein Wurf. Und auf Rechnen. Sowohl Geografie auch, fail. Rechnen. Doppel 1 bei Geografie. Eine QS. Oh, wow. Doppel 1. Wow. Geografie, eine QS, Rechnen 2. Rechnen klappen. Und Rechnen habe ich immer, habe ich versaut mit einer 20, da kann ich gar nicht helfen. Rechnen habe ich eine QS. Beides, und Orientierung? Beides mit einer US. Mit einer US ist schon so schlimm, oder? Ja, klar, es ist spät. Nicht. Und ich habe die Stufe Betäubung. Ja, genau. Es ist noch hell. Ja. Rechnen und Geografie jeweils eine QS. Ich habe gefailt. Orientierung gescheitert. Gut, also so von der Dauer bis nach Ileha, ihr seid euch alle nicht so richtig sicher, aber ihr denkt, das wird euch wahrscheinlich 5-6 Tage, vielleicht eine Woche dauern, wenn ihr durch den Dschungel geht, ne? Also jetzt nicht auf den Straßen. Vielleicht gehen wir einfach auf den Straßen. Ja, aber dann werden wir erwischt von irgendwem. Aber vielleicht gehen wir das erste Stück auf den Straßen, noch weiß ja keiner was. Noch haben wir einen Vorsprung und die Frage ist höchstens, ob die Pferde einsetzen werden. Das wäre jetzt auch eine Frage gewesen, ja, exakt. Folgen. Hatten wir keine Pferde. Waren Pferde dabei? Nein. Ja, natürlich gibt es Pferde. So doch. Reiter und sowas. Mindestens für die Karren oder für Generalissimas. Nee, es müssen ja auch Botschaften geschickt werden. Klar ist dann, haben sie ein paar Pferde. Also sie haben jetzt keine berittenen Truppen, aber es gibt natürlich Pferde. Ja. Wenn die kommen, können wir uns immer noch ins Unterholz schlagen, dann sind die Pferde nutzlos. Das also, mit dem Wegfall. Gut, das wäre jetzt. Wir haben es sehr eilig. Wer dafür, dass wir auf der Straße reisen? Wir sollten zumindest das Ohr im Wind haben, ob wir Hufgetrappel hören. Ja, Ivonia, du weißt natürlich, Orientierung im Dschungel ist schwierig. Auf der Straße bleiben ist natürlich an sich eine Idee vielleicht. Mag aber nach einer Zeit zu gefährlich werden. Du weißt aber auch, dass es zwei ganz gute Orientierungspunkte gibt, um nach Ileha zu kommen von hier aus. Zwei einzelstehende Berge im Dschungel, an denen man sich so ein bisschen orientieren kann, wenn man da querfeld einläuft. Das eine müsste der Spinnenberg sein, richtig? Nee, die gehören nicht dazu tatsächlich. Das eine ist der Berg Aweb. Und das andere ist der Mont Silvii. Und von da aus sollte man es relativ gut danach Ileha schaffen können.
Also wir könnten uns natürlich in den Dschungel schlagen. Dann könnten wir uns an den beiden Bergen Aweb und Monsilvi orientieren. Aber... ist halt... Trotzdem dauert ewig. Gefährlicher als Straße. Aber bis dahin hat dieser Wahnsinnige die gesamte Gruppe getötet, indem sie die Berge hochschickt. Und wir mag müssen... sein, aber wenn wir uns durch den Dschungel schlagen, hat es wieder einen positiven Punkt. Sie können uns auch nicht so schnell einholen. Auf der Straße können sie uns mit Pferden durchaus schneller einholen, im Dschungel nicht. Aber wir kennen ja den Dschungel fernab der Straße. Es wird dann sofort Chaos geben mit Echsen und oder Waldmenschen oder dem auch immer. Und die werden sich da nicht so einfach reintrauen, um uns zu fassen. Also, so viele Pferde hatten die nun auch nicht. Ich glaube nicht, dass sie jetzt 8 Pferde und Soldaten losschicken, um uns zu jagen. Außerdem wissen sie noch gar nicht, dass wir weg sind. Wir sollten die Schnelligkeit der Straße nutzen, solange wir es können. Da es jetzt langsam hell wird, wird das nicht mehr lange dauern, bis es bemerkt wird, dass ihr weg seid. Falls es nicht schon bemerkt worden ist. Wir haben ja die Brücke zerstört. Also wir haben einen Zeitvorsprung. Den sollten wir nutzen. Außerdem, wer sagt denn überhaupt, dass sie wissen, in welche Richtung wir gehen? Wenn sie der Meinung ist, dass wir Verräter sind, würde sie doch eigentlich erwarten, dass wir in genau die entgegengesetzte Richtung, Richtung Schlucht, zu unseren neuen Verbündeten gegangen sind, oder? Ich bin mir da nicht so sicher, denn im Zweifelsfall gibt es nur zwei Richtungen. Entweder zu den Kimi, was unser Tod wäre sowieso, oder aber in die andere, also ja, aber Deserteure. Wenn sie der Meinung ist, dass wir eigentlich Verräter sind und mit den Kimi zusammenarbeiten... Also ganz ehrlich, Anoto, ich glaube nicht, dass sie uns tatsächlich für Verräter hält. Ich glaube, das ist eine von ihr ausgesprochene, sie weiß ja, dass wir nichts falsch gemacht haben. Sie weiß ja, dass wir niemanden verraten haben. Sie weiß ja, dass wir das Beste getan haben, was wir tun konnten unter den gegebenen Umständen. Das hat sie nur gesagt, um einen Vorwand zu haben. Ich glaube wirklich nicht, dass sie denkt, dass wir Verräter sind. Also ich glaube, sie will einfach nur einen Sündenbock haben, weil sie nicht fähig ist, selbst Fehler einzugestehen. Ja, denn welchen Fehler haben wir bitte begangen? Wir haben Truus in Anführungsstrichen befreit. Wir haben unser Bestes getan. Wir waren zu fünft. Jo. Nur als Anmerkung, wir marschieren natürlich weiter, während wir reden. Ja, natürlich wollte ich auch gerade sagen, wir stehen jetzt nicht an der Brücke. Das wollte ich sowieso fragen. Also, wollt ihr weiter marschieren oder wollt ihr irgendwann ein Lager aufschlagen? Ich dachte, die Brücke oder? Schon längst hinter uns. Wir sind, also ja, nachdem sie zerstört ist. Nein, die Brücke ist jetzt schon ein Stück hinter euch. Das ist schon. Also ich würde jetzt erstmal sagen, also mein erster Instinkt wäre, jetzt erstmal so viel Distanz zwischen sie und uns bringen. Ja. Und zwar auf der Straße, weil wir da am schnellsten sind. Und dann vielleicht nach 4-5 Stunden entscheiden, ob wir dann tatsächlich irgendwie in den Dschungel abdriften oder sonst wo. Aber jetzt erstmal schnell. Wir müssen aber kurz und lang in den Dschungel, um sowas wie Wasserschläuche auffüllen oder auch mal richtig Nahrung haben wir nämlich jetzt nicht mit, ne? Also das. Wir haben getrocknete Linsen. Gut, aber die müssten wir erst aufweichen. Nein, ich gebe dir damit recht. Ja, wir haben getrocknete Linsen. Das war nicht meine erste Wahl. Ja. Ich bin nicht dazu gekommen, das auszuwählen. Gar kein Problem. Das heißt, Yvonne, ja, falls du wieder einen Busch rascheln hörst oder so, den nächsten Affen oder Schwein oder so, gibt es hier so Dschungelschweine vielleicht? Ja, Warzenschweine. Oder Echsen. Irgendwo. Ich würde Echsen lieber da wäre ich vorsichtig nicht machen, weil... wenn wir einen Verbündeten haben, der war mit Eidechsen oder so mit seinem Stamm da, ne? Mhm. Ich meine, wenn du die Achas meinst, die sind aber nicht zum Essen da. Was? Wie gut kenne ich die Waldmenschen? Überlege ich gerade. Wahrscheinlich ich jetzt so. Also, kommt jetzt sehr drauf an, welchen Stamm natürlich. Ne? Okay. Also du weißt, dass es da große Unterschiede gibt. Du warst mal bei den Napevana, die sind ziemlich nett, die fahren auf dem Fluss, viel auf den Flüssen rum und sind so ganz freundlich. Wie gehen die Waldmenschen um mit Menschen oder mit Sippenmitgliedern, die ihre Sippe verraten haben? Die werden verstoßen. Sobald du das verstanden hast. Idee wäre, uns auf die Seite der Kikiwana zu schlagen und zu sagen, dass Mavana eventuell
da irgendjemand verraten hat oder so, und zu denen zu gehen, sodass die uns eskortieren. Vielleicht geht das auch schneller, weil so eine Schnapsidee von mir, die gerade so kam. Ja, wir haben ja einen Freund hier in der Nähe, oder? Den wir befreit haben. In der Nähe von Menehet. Bis dahin können wir ja vielleicht noch auf der Straße gehen. Ja. Würfel mal auf Kriegskunst, wer das hat. Nö. Eine QS. Consuela? Bist ja in Kriegskunst ausgebildet. Irgendwie, glaube ich, ist die Anwesenheit von irgendjemandem der Grund, warum ich nichts weiß. Hä? Nee, gut. Mit einer QS, also ihr habt noch so 2-3 Stunden, dann wird hier wahrscheinlich Botenreiter längs reiten und dann ist dann wird jeder einzelne Al-Alfana von hier bis Ilea wissen, dass ihr eigentlich gesuchte Verbrecher seid. Wie ich sagte, wenn wir abhauen, sind wir Deserteure. Ich meine, ja, das wissen wir alle. Ja. Mögen die Offiziere das mal mehr und mal weniger intensiv weitergeben, aber solange ihr noch in Malvanas Einzugsbereich seid, der bis nach Kinsey geht, ist es wahrscheinlich besser, nicht auf der Straße zu sein. Außer man legt es darauf an, jetzt, dass ihr mit euren Kameraden kämpfen wollt. Außer wir würden die Botenreiter aufhalten. Das hatte ich mir auch gedacht. Und wir haben dann ein Pferd oder mehrere. Ich kann zwar nicht reiten, aber... Ja, das ist auch nicht, was man mit so einem Pferd macht, außer es auf dem Markt anzubieten. Das kann man essen. Ich wollte es nicht gesagt haben, aber grundsätzlich schon. Dicker. Es hätte die Frage, wie viele Reiter sie wirklich losschickt. Wenn so ein Trupp von 5, 6 sind, ist natürlich schwierig. Wenn es einer ist, könnte man den da runterschießen vielleicht. Wenn es nur reine Botenreiter sind, wahrscheinlich eher zu zweit, sodass wenigstens einer durchkommt, wenn irgendwas sein sollte. Mehr wahrscheinlich nicht, wenn es kein richtiger Suchtrupp ist, sondern nur Botenreiter. Und einer wäre zu unsicher, weil es ja doch auch unsicheres Territorium ist grundsätzlich. Gut, dann würfelt jetzt alle mal auf Konstitution und auf Selbstbeherrschung erschwert um 1. Konstitution ist bestanden. Ja, Selbstbeherrschung. Oh, 434 auch bestanden, Selbstbeherrschung. Und zwar mit 2 QS. Ich habe Selbstbeherrschung nicht bestanden. Selbstbeherrschung geschafft mit 1 QS. Ich habe Konstitution nicht bestanden, aber die Selbstbeherrschung. Ich habe beides bestanden und Selbstbeherrschung mit 2 QS. Lukan und Avisander, ihr merkt jetzt, dass euch das Nicht-Schlafen und das Wandern langsam auf die Knochen geht. Ihr habt auch eine Stufe Betäubung. Es ist anstrengend. So noch in den Dschungel. Mein Gott, das war jetzt auch süß ausgedrückt. Es ist anstrengend. Natürlich ist es anstrengend. Aber Botenreiter aufhalten oder nicht? Ja, verlieren wir ja Zeit, indem wir auf sie warten. Lass uns in den Dschungel gehen. Wir müssen weiter. Wir müssen hier weg. Dann auf in den Dschungel, links oder rechts. Wir könnten vielleicht vorher noch so ein Seil spannen oder einen Draht über die Straße, damit die Botenreiter stolpern. Ich glaube, so viel Seil haben wir nicht, ne? Nein, und außerdem würde es das Pferd verletzen und töten. Der Botenreiter passiert im wenigsten Fall etwas. Ja, aber es wäre ein Mission-Kill. Käme ohne Pferd nicht dazu, seine Botschaft zu verbreiten. Aber das Seil brauchen wir. Wir haben ja, soweit ich das jetzt aufgeschrieben hatte und mitbekommen habe von Lukan, nur ein Abenteurer-Set mitgenommen. Also ein Seil dementsprechend. Oh, ja gut. Wenn es weg ist, ist es weg. Ja, dann sind wir lieber nett zu dem Seil. Gut, ihr schlagt also euch in den Dschungel. Ja. Links oder rechts? Okay. Ich würde sagen, rechts auf der Seite der Kikiwanak, mit denen kann man im Zweifelsfall noch reden, mit den Achas wäre ich mir nicht so sicher. Also das ist jetzt nur so eine grobe Vermutung. Wir sprechen wenigstens ihre Sprache, Achas spricht wohl niemand. Genau. Ja. Gut, wie lange wollt ihr denn noch weiterlaufen? Wenn wir jetzt hier irgendwo im Dschungel ein Versteck finden,
Ich wäre jetzt interessiert, wenn das nämlich rechts ist, da müsste auch so ein bisschen dieser Spinnenberg sein. Also irgendwie ein bisschen bergiger. Ein Bachlauf oder ein Fluss oder irgendwie sowas wäre gut. Und dass wir tatsächlich eine Pause machen und uns ein bisschen ausruhen nach der durchgemachten Nacht, um dann vielleicht. Gut, dann würden wir mal auf Wildnis leben, was ihr so findet. Ja. Sammelprobe? Ja, ich würde sagen, machen wir eine Sammelprobe draus. Jeder würfelt einmal und wir sammeln mal die QS. Trotz der Bezeugung eine QS. 0 gleich 1. Ich feuere einfach nur Evonia an. ich hab's bestanden. Also zwar mit einer starken 0, aber ich hab's bestanden. Ja, das war schon mal 2 QS. 2 QS. 4 QS. Ja, ihr findet sowas, also einen Bachlauf findet ihr jetzt nicht, aber ihr habt so ein ganz gute geschützte Stelle, meint ihr, unter so einem großen Baum. Ja. Noch habt ihr auch ein bisschen Wasser und ihr müsst tatsächlich mal schlafen eigentlich. Ja. Mhm. Wollt ihr Wachen aufstellen? Ja. 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 Wer übernimmt denn die erste Wache? Ich schlaf schon. Also ich müsste mal am Stück schlafen, das heißt, ich würde die erste übernehmen. Eben, wir hatten alles noch keine Stufe Betäubung. Ich habe noch keine Stufe. Dann würde ich sagen, ihr beide fangt an. Gut, ja. Gut, ich übernehme die erste Wache. Gut, dann macht die Wohnung ja die zweite. Wer macht die dritte? Dann mache ich die dritte, weil ich muss, glaube ich, nicht so viel noch regenerieren wie die anderen, oder? Ja. Da können die länger schlafen. Gut, ihr schlaft, ihr könnt auch regenerieren. 1W6 minus 2. Na toll. Also 2 Punkte. Ist nass, Insekten beißen dich. Nicht so angenehm. Ah, und dann brauche ich nochmal einen W20-Wurf von euch. Bis auf Lukan. 17. 19. 20. Nicht gut. Wie viele Alligatoren? 20. Die wollen ja halt schon mal bitte nach Donf-Ausschau. Wer hatte die dritte Wache? Ich. Alondro. Du sitzt da und denkst dir, es ist jetzt eigentlich bald Zeit, deine Gefährten aufzuwecken. Also Alessandra schläft sowieso wie ein Stein. Consuela ist ein bisschen blass im Gesicht. Ivonia hat ihre natürliche Blässe. Da mach mal eine Sinnesschärfeprobe, Alondro. Eine QS. Mit 0 Punkten, gerade noch. Du bemerkst es dann gerade erst, als das Messer schon an deiner Kehle ist. Ganz ruhig. Und genau, du hebst die Hände und es treten 10 Kikewanak aus dem Dschungel. Und es flüstert dir ins Ohr, sag deinen Freunden, aufstehen. Freunde, aufstehen, rise and shine. So. Wir haben Besuch bekommen. Was ist los? Ihr seid doch Besuch, oder? Ich bin schwerhörig und träume ganz gut von dieser einen Nacht mit der Soldatin. Sobald ich wach bin, rüttel ich Alessandra so doll ins Gesicht. Ihr wacht dann zu der Szene an, dass Alondro ein Messer am Hals hat und ihr von Kikewanak umringt seid. Oh. Was? Oh nein! Was geht hier vor sich? Beruhig dich, Alessandra. Ja. Mitkommen. Ja. Waffen ablegen und mitkommen. Ich hab zum Glück keinen, ich halte ganz fest meinen Stab. Im Waffen ablegen sind wir gut drin. Ja, genau. Ja, hier und da und aus dem Ausschnitt. Einige Krieger nehmen dann eure Waffen auf. Und man führt euch dann in den Dschungel, tiefer in den Dschungel und auf die Berge hinzu. Falsche Richtung. Da gibt's doch Spinnen. Da gibt's auch noch was ganz anderes. Die sind mit dem Spinnen im Bunde, das ist ja das. Ich glaube, dass man ihn also irgendwie mit ihnen verhandeln kann. Aber wir haben ihnen ja diesen einen Jüngling zurückgegeben.
Wenn das die sind. Das war kein Kikiwanak. Achso. Der hat einen Stamm mit Eidechsen. Wegen Zar und so, ja, war da irgendwas mit Zar. Ja, vielleicht unterhalten die sich ja manchmal. Nee, die schweigen. Nein, also die Stämme untereinander. Genau. Ach so, ja. Dass das irgendjemand schon weiß, dass wir den zargefälligen Jüngling da abgegeben haben. Ja, das kann natürlich sein. Also irgendwie habe ich so den Eindruck, dass das nicht der Fall ist, wie du da jetzt reagierst, Philipp. Kräftige Hände stoßen euch nach vorn, bis ihr auf der Mitte der Lichtung steht. Sonnenlicht reflektiert in den ungezählten feinen Dunsttropfen des immer feuchten Waldes und verbreitet einen fast feenhaften Zauber. Vor euren Füßen seht ihr das Steinmosaik einer achtbeinigen Spinne, einfach, doch nicht weniger kunstvoll von kundigen Waldmenschenhänden ausgelegt. Feuchtes, klebriges Blut überzieht den Leib der steinernen Spinne und hat bereits eine Unzahl schillernder Fliegen angelockt, die sich eifrig summend an der süßen Beute laben. Ihr hebt den Blick, als die Schamanin der Kekewanak vor euch tritt. Sie sieht aus wie ein fleischgewordener Albtraum. Die gesamte linke Seite ihres Gesichts ist verbrannt oder verätzt. Dicke, unregelmäßige Narben verunstalten ihre Haut, winden sich um die leere Augenhöhle und den kleinen Rest, der ehemals ein Ohr war. Das nach Kekewanak-Art rasierte Haar ist weiß-blond, ihre Haut hell und das verbleibende Auge strahlend blau. Es ist unübersehbar, dass die in eine schlichte, erdfarbene Kutte gehüllte Frau mittelländische Wurzeln haben muss. Kleine Spinnen kriechen über ihren Körper und in die leere Augenhöhle, ohne dass es die Schamanin zu stören scheint. In gebrochenem Gareti wendet sie sich an euch. Was sind die Taten, die euch würdig machen, der großen Spinne zu begegnen? Willenskraft war das mit Aberglaube, oder? Ja. Ich mach einfach mal Selbstbeherrschung. Nee. Ja. Ich finde das nicht gut. Ich bin chill. Okay. Ich bin nervös und neugierig. Ich bin nervös. Aber mehr neugierig. Nee, gar nicht. Es ist mir wurscht. Mit einer QS. Jetzt würfeln wir so einen Moment. Eine QS passt. Wir müssen großes Unheil verhindern. Habt ihr nicht zugehört? Ihr seid auf dem Land der Spinnen. Was sind eure großen Taten? Nicht, was werden eure großen Taten sein? Ich hab kein Brüllapfelfell dabei, verdammt! Entschuldigung. Das habe ich jetzt von dir gesagt. Ja, da hatte jetzt irgendwie keiner dran gedacht, das auch noch aus dem Zeughaus mitzubringen, weil es könnte ja mal Handy werden. Ja. So, ich wende mich jetzt in Kemi an sie. Hat das nicht eine Waldmenschensprache auch? Ja, aber das ist ja, ein warte mal. Dialekt. Also, ja. Der schon sehr anders ist als andere Waldmenschensprachen. Also den verwende ich jetzt nicht. Gerrit, ich spreche ja so zu funktionieren. Mit ihr in Kemi, weil, ja, also ich habe natürlich die falsche Sprache gewählt. Also man konnte ja mehrere wählen und ich habe halt die genommen, die ich aussprechen konnte. Und dann sage ich ihr, dann falle ich auf die Knie und sage zu ihr, ehrwürdige, ich bin es nicht wert, hier zu sein, und ich habe keine Taten begangen, die der großen Spinne würdig wären. Ich habe einfach nur Angst. Gilt das für euch alle? Sagt sie das zu mir oder schaut sie die anderen an? Sagt sie das auch gar richtig? Sie schaut mit ihrem einen Auge mehr so generell in eure Richtung. Mhm. Was hat sie gesagt? Was hat Consuela gesagt? Das haben wir nicht verstanden, oder? Nee, die Sprache nicht können. Ja, ich wiederhole dann, ich sage dann auf Kimi zu ihr, das gilt nicht für die anderen, das gilt nur für mich. Die anderen sind große Helden. Das habt ihr alle nicht verstanden, ihr wisst nicht, was ich sage. Nun, sprecht.
Oder wollt ihr wie eure Freundin dort wimmelnd auf dem Boden liegen? Ich bin ein Krieger und Diener meines Gottes. Und große Taten. Wir haben Milde walten lassen mit einem aus eurem Volk. Er wäre in den Kriegswirren der Menschen, wollte ich schon sagen, der Kemi gegen die Alanfana bestimmt umgekommen. Er wäre einen grausamen Tod gestorben. Wir haben ihn laufen lassen. Er ist zu seinem Stamm zurückgekehrt und ich hoffe, er freut sich bester Gesundheit. Ha. Der Tod ist nichts, was man fürchten muss. Dann schaut sie dich an, Avesander. Ich muss verzeihen. Wie war die Frage? Ich bin etwas nervös. Was für große Taten du vorzuweisen hast. Dass du würdig bist, hier zu sein. Hier zu sein? Ich will gar nicht hier sein. Aber große Taten. Ich habe eine Armbrust gebaut, die ein ganzes Magazin an Bolzen füllen kann und die ich jetzt nicht mehr bei mir habe, aber die an sich extrem schnell schießen kann. Und dann habe ich noch eine Schatulle gebaut, die Pulver verteilt im ganzen Raum und alle sind vergiftet oder auch nicht. Ich schweige aber so in Gedanken, ich glaube nicht, dass die... Später irgendwie bla bla. Bei dem mit der Schatulle und alle ist verdächtig, nickt die Schamanin ganz anerkennend. Keine Ahnung, was eine Schatulle ist. Ich wollte gerade sagen, keine Ahnung, was er da gerade erzählt hat. Ja, mach mal. Nee, das war auch das Prä-Abenteuer. Nee, aber sie wird vielleicht keine Ahnung haben von dem, was du da gerade erzählt hast, von den Gegenständen. Naja, sie ist Mittelreicherin, aber... auch unabhängig davon würde ich genau das sagen. Ja klar, nee, ist kein Thema. Meine größte Tat ist, dass ich bis jetzt am Leben geblieben bin. Gegen welche Gefahr? In der Arena, im Kampf Mann gegen Mann, in der Schlacht, im Kampf viele gegen viele, im Kampf gegen Vorgesetzte, im Kampf gegen Untergebene, gegen Freunde, gegen Feinde. Und der Kampf gegen Kampf Freunde viele, ist gegen der wenige schwierigste. Und ihr? Mädchen mit den weißen Haaren? Ich bin Großwildjägerin. Ich habe schon einige größere Tiere erlegt. Zuletzt einen Brüllaffen mit einem einzigen Schuss in den Kopf mit einem Pfeil. Allerdings sind es nicht die Taten, die wir begangen haben, die uns herführen. Es interessiert mich nicht, was euch herführt. Es interessieren mich eure Taten, den Brüllaffen zu erlegen. Das kann ein Kind. Durchaus, da muss ich euch recht geben. Aber der Schuss war Wahnsinn. Also, sie hat wirklich aus 50 Schritt Entfernung direkt in das Gebüsch, in den Kopf. Nun, dann befürchte ich, seid ihr es nicht wert. Und sie sagt etwas in Waldmenschensprache zu den anderen Waldmenschen. Einer der Waldmenschen tritt vor. Ihr könnt mal alle auf Sinnesschärfe würfeln. Ja. Nein. Nein. Eine Kurve. Zwei? Bitte? Ja, zwei. Oh, zwei QS, wow. Das ist einer von denen, mit denen ihr gekämpft habt und bei den Magnetbergen. Ne? Und bei dem Magnetkrater. Und er sagt etwas und tritt dann wieder zurück. Sie nickt. Auch wenn ich nicht viel Hoffnung habe, aber dann soll es so sein. Und sie nickt zwei Kriegern zu, die hinter euch stehen.
Die ziehen euch grob bis auf die Unterkleidung aus. Sie stecken euch jedem einen steinernen Dolch in den Gürtel. Eine Kriegerin tritt an die Schamanin heran und reicht ihr eine irdene Schale. Der metallische Geruch von frischem Blut steigt in eure Nasen. Die Schamanin tritt auf jeden einzelnen von euch zu und markiert unter leisem Rezitieren heiliger Worte Stirn, Lenden und Brust mit dem Blut und gebietet euch mit einer herrischen Geste vom warmen Lebenssaft zu trinken. Trinkt ihr das? Ja. 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 Moment, aus ihrem Körper oder was? Nee, aus der Schale. Ah ja. Gut. Ja. Dann geht sie in die Hocke, breitet die dünnen Arme aus und flüstert Worte in ihrer Sprache, die unverständlich sind. Euch stockt der Atem, als plötzlich von überall her Spinnen auf die seltsame Frau zukriechen. Schwarz, grün, braun, haarig, glänzend, wimmeln sie bald schon in den hageren Händen der Schamanin. Sie führt die Hände zum Mund, flüstert einige Worte und gibt die Tiere dann frei. Unter ihrem strengen Blick fühlt ihr die kleinen Beinchen bald schon auf eurer Haut. Ihr fühlt, wie die Spinnen an euch emporkriechen. Ihr spürt ihr Kneifen und Zwicken an den Beinen, auf der Hüfte, dem Oberkörper, in eurem Haar. Unvermittelt fragt ihr euch, ob die Tiere möglicherweise giftig sein können. Doch noch ehe wird ihr zu einem Ergebnis gelangt, wird euch schwarz vor den Augen. Sie waren giftig. Wie sind denn eure Zähigkeitswerte so? Ach du Schande. Zähigkeit, das ist doch der Wert, den Magier nie haben. 2. 1. Dafür also ist es aber ein gut zwei ist Magier. Schon. 3. 3 sogar. Auch 3. Ich habe eine Zähigkeit von 2. 2 mit einem Bonus. Ja. Ja. Dann bin ich der Niedrigste mit 1. Ja. Gut, ihr beide mit 3, ihr wacht zuerst auf. Ihr liegt irgendwo im Dunkeln. Es ist dunkel um euch herum. Der Boden fühlt sich an wie Stein mit Staub drauf oder Erde. Und ihr merkt, dass die anderen neben euch liegen. Ich taste mal so ein wenig. Irgendwer war. Also ich nehme an, ich sehe nichts. Wenn es dunkel ist. Also man sieht so gut wie nichts. Ja. Ja, gut, dann taste ich du kannst so allerhöchstens ist. Schemen erkennen. Gut, dann taste ich so ein bisschen, wer es war. Ich. Und krieche so auf allen Vieren irgendwie so vorsichtig vor mich her. Ja, dabei stößt du gegen, oder läufst du auf Avesander drauf. Avesander, du wirst in den Bauch gepiekst und wachst auf. Ey! War das eine Spinne? Bist du eine Spinne? Nein. Wahrscheinlich so. Wo sind wir? Es halt. Bitte sprich leise. Und nein, du bist nicht blind. Es ist tatsächlich dunkel. Ich taste mal nach Lucan und Consuela, ob ich die irgendwo bei mir ertastet kriege. Jetzt fällt dir, ja, du kannst Consuela ertasten. Und jetzt hörst du auch Ivonia so ein, immer so ein Platsch, 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 so von einem fallenden Tropfen. Jetzt kommt plötzlich ein bisschen Licht von der Höhlendecke. Und du siehst, dass du in einem ziemlich großen Höhle sich befinden musst. Mindestens 30 Schritt im Durchmesser. Und immer noch dieses Geräusch. Tropf, Tropf, Tropf. Aber du siehst auch Lucan und kannst ihn jetzt natürlich auch wecken. Ich weck mal Consuela und Lucan so... Ich schüttel mal so leicht. Ey, aufwachen. Oh, was ist los? Wo sind wir? Höhle, sag ich und steh auf und nicht mal. Ja, das Erste, was dir auffällt, sind die vielen Spinnenweben, die überall in dieser Höhle sind. Vor allen Dingen an der Decke. Und dass 3 oder 4, da bist du dir jetzt nicht ganz sicher, Tunnel aus der Höhle zu führen scheinen. Die teilweise auch von Spinnenweben versperrt zu sein scheinen. Du siehst in den Netzen noch? Affen, Vögel, kleine Nager. Bisweilen bewegt sich einer der dichten weißen Kokons noch. Entweder. Und auf dem Boden siehst du überall so kleine Knochen und Schädelchen liegen.
Wir müssen herausfinden und dabei überleben. Genau, also, und, ihr habt eine Unterhose und einen Steindolch. Geil. Um die Ausrüstung mal kurz zusammenzufassen. Es geht wenigstens schön schnell. Und wir sind jetzt woanders, als wo wir auch eingeschlafen sind. Ja, ihr seid auf keinen Fall auf der Lichtung mit diesem Spinnen. Genau, das ist jetzt eine Höhle mit Spinnen. Sind alle ausgeruht? Also abgesehen wegen der Betäubung. Also die Betäubung ist weg, ja. Ihr habt stimmt, wir haben jetzt schon geschlafen. Ja. Ich dachte so ein. Wo sind wir hier? Ich vermute, das hier ist ein Test. Ob wir der großen Spinne würdig sind. Ja, und die Frage ist nicht, wo wir sind, sondern wie wir hier wieder rauskommen. Gott sei Dank lebt ihr alle noch. Die ganzen Spinnen. Das war seltsam. Ist denn oben unter der Decke irgendwas zu erkennen, dass da Spinnen sitzen? Also, ich meine, die Netze müssen noch von irgendwem dorthin gehängt worden sein. Machen wir eine Sinnesschärfeprobe. Ja. 2 QS. Ja, du hörst, also du siehst nichts, oder du hörst so ein Klicken und Rascheln. So wie wenn so große Krallen oder irgendwelche. Wie nennt man das? Beißwerkzeuge aufeinander. Mandibeln aufeinander platschen. Es sind tatsächlich Spinnen da. Und also es hört sich schon an, dass das etwas größere Viecher sind, ja? Den Netzen nachzuurteilen. Ich schaue mich mal um. Gibt es ein paar größere Schädel? Mach mal eine Sinnesschärfeprobe. Sein oder nicht sein? Ganz genau. 2 QS. Ja, du findest einen größeren Schädel. Du findest aber auch einen alten Kürass oder so etwas in der Art, so eine Metallrüstung. Daneben ein verrostetes Schwert. Das schiebe ich ein verrostetes Schwert. Das schiebe ich dann Alondro zu. Und nehme den Schädel und frage ihn, haben dich Spinnen umgebracht? Objecto Voco bestanden? 2 QS? Waren sie groß? Riesig! Gibt es einen Ausgang? Das weiß ich ja nicht. Ich bin ja hier gestorben. Ach stimmt. My bad. Also das kann er ja eigentlich nicht so wirklich sagen, weil er nur mit Ja und Nein antworten kann, aber um das mal abzukürzen, nein. Weiß er nicht. Warst du mit vielen hier oder allein? Das ist keine Ja oder Nein. Warst du mit vielen hier? Nein. Geht's dir gut? Nee, scheiße, nein. Mann. Sieht sich so aus. Fragen sind zu Ende. Okay. Also, überleg mal, du bist hier irgendwie von einer Riesenspinne umgebracht worden. Dann kommt so ein Typ und labert dich an und dann fragt er dich, geht's dir gut? Consuela, was machst du denn? Ja, Consuela ist mit der Situation vollkommen überfordert. Da passt es ja gut, dass du dann irgendwie sich da so umschaust und dann genau in so ein Augen, also nicht ein Augenpaar, sondern so ein Dutzend großer Augen schaust. Oder meinst das zu sehen? Ich triff dich gut. Du kannst mal auf Willenskraft würfeln. Und Alondro, du wolltest etwas tun? Ich wollte, auf der einen Seite wollte ich Lukan fragen, ob er mit einem Schwert vielleicht besser umgehen kann als ich. Ich hätte auch den Sklaventod behalten können. Ich habe auf den Charakterbogen geschaut, aber Schwerter habe ich auch nicht. Ich würde noch schnell auf den Boden schauen, ob ich einen Knochen finde, den man als eine Art Dolch oder spitzes Zeugs verwenden könnte. Zwei Knochen. Na, du hast ja einen Dolch.
Ja, aber vielleicht beidhändiger Kampf. Vielleicht finde ich noch einen spitzen Knochen, den ich auch wenigstens einmal einsetzen kann, bevor er zerbricht oder so. Ich wollte nämlich gerade... Ja, du kannst mit so, mit so einem Knochen vielleicht als Keule benutzen. Du bist dir nicht ganz sicher, wie wirkungsvoll das sein wird. Der also, ist nicht groß genug. Stopp. Zum einen, aber Sander, ich würde dich dringend auffordern, etwas respektvoller mit den Toten umzugehen. Aber er... Ihr wisst, keine Widerrede, ihr wisst, wer ich bin. Und ich werde jetzt einen Grabsegen auf dieses Skelett sprechen, damit er hier seine Ruhe finden kann. Ich glaube, das war ein Affe. Wenn er ein Kürass anhatte und ein rostiges Schwert dabei. Ach ja. Wird es kaum Affe gewesen sein. Evolutionär. Aber ich war respektvoll, ich habe mich vorgestellt und er... Du hast gefragt, ob es ihm gut geht, ein Totenschädel, der hier... Leg ihn bitte wieder zurück. Ja, das habe ich schon. Gut. Ich muss ja mal so ein bisschen die Borolgeweihten raushängen lassen, denn das wird er nicht zulassen, dass ihr irgendwie... Lukan, ihr habt ja vollkommen recht, aber das ist jetzt ein Gegenstand und der Geist und die Seele, die sind doch längst in Borons Hallen. Also ich schreie nicht gleich los, ich habe 2 PS, als ich die Spinne sehe. Ja. Ich spreche einen Grabsegen. Was? Umdrehen, zu Consuela sehen. Nee, du siehst nichts, ich sag nichts, weil ich nicht weiß, was passiert. Er würfelt jetzt gerade die Initiative für die 20 Spinnen, die da vor mir stehen. Nee, ihr habt euch da ja alle so ein bisschen jetzt gerade mit etwas beschäftigt. Deswegen hat niemand bemerkt, wie sich eine große Höhlenspinne hinter Consuela abgeseilt hat und sie jetzt schön in die Seite beißt. Du bekommst 6 Trefferpunkte, Consuela. Super. Rüstung haben wir nicht. Nee, Rüstung habt ihr in der Tat nicht. Jetzt schreie ich, au! Und das Gift. Deine Zähigkeit wird 2, ne? Ja. Was wollt ihr anderen tun? Ja, ich habe gerade den Grabsegen gesprochen. Wenn sie jetzt da aufschreit, durchziehen, zum Kampf bereit machen. Ja, dann würfeln alle meine Initiative. Darf ich auch oder bin ich so vergiftet, dass ich nicht machen kann? Du darfst auch, klar. Achso, ich würfel ja mit einem W6. Oh, eine 6. 19. Also 15. Alondro, eine 19. Ich habe auch eine 19. Ivonia, was war das? 15? 15, genau. 18. 10. Luca, 19. Haben die Steinböche irgendwelche besonderen Werte? 18. Und Alessandra? Auch 15, Basis 12. Gut. Dann würfel ich mal für die Spinne. Oder die Spinnen. Erst diese hier. Oh, sehr schön. 16. Ja, gut, die Spinne fängt an, anständig. Tiere. Gut, die ist nicht da. Dann, Consuela. Kannst du noch einmal ausweichen? Nee. Das sind dann nochmal 7 Trefferpunkte. Dann ist, wartet. Alondro und Lucan sind dran, sozusagen. Fang du ruhig an. Wenn wir einen Gegner haben, dann mit dem Steindolch zustechen. Ja. Es geht aber daneben, in der 16. Ja, ich steche auch nochmal zu. Und geht auch daneben. Dann, Consuela, bist du dran. Ich werde zaubern.
Und das ist tatsächlich gelungen. Mit 14. Autsch. Also 4 QS. Ja. Die kann natürlich versuchen auszuweichen, aber das schafft sie nicht. Dann mach mal deinen Schaden. Was gilt der Rüstungsschutz? Nee, das ist Entschuldigung, natürlich. Ich zaubere natürlich Ignifaxius. Sorry. Ja, ja. Mach mal Schaden. Ja, ich mache Ignifaxius. Das heißt, das ist 2W6. Plus QS mal 2. Plus QS mal 2. Ja. Das ist 7, 8, 15, 15 Punkte. Und jetzt kann ich noch Trefferpunkte. Und dann schaue ich noch, ob sie brennt. Und sie brennt mit einer 1 Kleinfläche. Ja, sie schreit auf. So ein ganzer Haufen von Netzen fängt auch an zu brennen. Im Hintergrund und sie zieht sich zurück an die Höhlendecke. Ihr habt alle einen Passierschlag. Ich auch, denn ich habe ja auch. Bestanden. Okay. Treffen, theoretisch auch konntest du, na klar, die war ja direkt ich bei dir. Ich würde mit einer 8 auch treffen. Wie viel Schaden macht denn der Dolch? 1W6 plus 1. Okay. Dann 6 Schadenspunkte. 6 Schadenspunkte von mir auch, also 6 Trefferpunkte. 5. 2. Zwei. Naja. Also, du merkst an dem Chitinpanzer, das rutscht ab. Allerdings dafür haben die anderen die Spinne filettiert. Gesundheit. Gesundheit. Dankeschön. Glücklicherweise spuckst du kein Feuer. Genau, dann würfeln wir doch hier mal. Genau, Alondro, Alessander, Lucan und Ionia, ihr bekommt alle einen Schadenspunkt. Au! Und dann bräuchte ich jetzt mal eure Zähigkeit. Während du, Consuela, merkst, wie das Gift in deinen Adern von dieser Spinne dich langsam zu lähmen scheint. Du bekommst eine Stufe Paralyse. Super. Zähigkeit 3. 2. 2. Okay. 3. Ja. 2. Ja. Und Alessandra? 1. 1. Ah, Alessandra hat Glück gehabt. Was wollt ihr machen? Wir sollten hier verschwinden. Sind da noch mehr? Beziehungsweise, also Lucan und Alondro sind jetzt erstmal dran mit reagieren. Irgendwas hat euch gebissen. Ach Gott. Hä? Sind schon noch kleine Spinnen? Muss man vielleicht mal nachgucken. Am unten ja, Bein, nachgucken. Ne? Kleine ja, Spinnen, so einfach so mal. So eine kleine Spinne, die sich schön in dein Bein verbissen hat. Da draufhauen. Also so mit der flachen Seite vom Dolch. So einfach mal. Ja, da wirft man eine Raufenattacke. Eine Raufenattacke. Mit der flachen Seite draufhaust. Ja, mit einer 3. Wow. Sie weicht nicht aus. Dann machen wir wie klein ist denn klein? Also ich meine, ist das so eine ganz... Achso. Tarantel. Handteller groß vielleicht. Ja, auch die kann man kaputt quetschen. Ich würde nicht draufschlagen mit dem Messer, sondern mit der stumpfen Seite des Messers an meinem Bein entlang, die quasi eher abstreifen wollen. Ja. Ich habe eine 3 gewürfelt, plus 1 sind dann 4. Mhm. Ja, das hat sie noch nicht erledigt. Wie doof. Das ist die zähes Biest. Und ich werde sie auch nicht los, oder? Mit meinen Abtrücken. Kannst mal eine Raufenattacke auch machen. Oh, okay. Oh, da 1. Oh. Sogar bestätigt. Oh. Ja. Damit hast du sie zerquetscht, aber sie hat dich im Gegenzug noch gebissen mit ihrem Passierschlag. Du bekommst nochmal 2 Schadenspunkte. Dann Ionia und Alessandra. Wo sitzt das Vieh bei mir? Ja, auch da irgendwo an den Beinen. Ne? Also ihr habt ja auch keine Hosen an oder sowas. Also gut, ihr seid ja nackt bis auf die Unterhose. Dann probiere ich die auch mal wegzukriegen und sag zu den anderen, Wunder aussaugen. Gift rauskriegen und ausspucken dementsprechend. Ich glaube nicht, dass wir da jetzt die Zeit für haben.
Also je nachdem, laufen da noch mehr Spinnen auf dem Boden rum oder kriechen die über die Wände oder kommen die von oben? Oder das sitzen noch zwei an Consuelas Beinen, aber... Raufen wenn du so jetzt gerade guckst. Ja. Also ich habe meine ja noch. Die weicht nicht aus, du kannst Schaden machen. Ich bin voll effektiv mit dem Schaden. Eins? Zwei. Zwei, oh. Oh, 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 oh. Aber es waren da diese Spinnen. Ich wiederhole nochmal Lukans Frage. Wenn das jetzt so eine ganze Plage ist, dann ist Wegrennen sinnvoller, als sich um einzelne kleine Spinnen zu kümmern. Also sind da jetzt noch 1000 in der Höhle? Oder? Der Boden wimmelt jetzt nicht oder so. Also soweit du sehen kannst, sind es. Dass wir nicht wissen, welche Richtung wir laufen sollen, laufen wir in das nächste Spinnennest rein im Zweifelsfall. Also genau, aber das würde ich lieber machen, als jetzt von 2000 Spinnen überwältigt zu werden. Aber ja, dann greife ich sozusagen meine persönliche Spinne an. Mhm. Mit dem Dolch. Ja, würde treffen. Dann mach Schaden. 3. Okay. Die geht auch noch. Consuela, du hast 2 Spinnen. Ich greife eine an mit meinem Dolch und ich schlage voll daneben. Gut. Dann sind die Spinnen dran. Ich nehme an, die größere tote Spinne brennt immer noch, sodass wir auch relativ gut sehen. Ja. Oh ja, genau. Ivonia und Lukan, ihr könnt mal versuchen, euch gegen den Biss zu verteidigen. Mit Ausweichen. Ja. Und Consuela, du kannst dich auch einmal verteidigen. Aufgewiesen. Ich hab's geschafft. Mit einer 5 habe ich es tatsächlich geschafft. Ich hab's mit einer 6 geschafft. Sehr gut. Dann seid ihr wieder dran. Lukan und Alondro, du hast ja keine Spinne mehr. Ja, aber ich sehe, dass Consuela 2 davon hat. Von daher springe ich hier zur Seite und versuche eine auf dieselbe Methode mit dem Dolch loszuwerden. Hm. Und scheitere aber. Na. Ja, gut, ich attackiere jetzt meine und hab's gerade so punktgenau getroffen. Ja, die ist dann Matsch. Okay. Ivonia? Würde treffen. Ja, du hattest eben 2 gemacht, dann würfel mal Trefferpunkte. 5. Ja, dann ist sie Matsch. Alessander. Ja. Verschwinde, du kleines Biest. Würde treffen. Die weicht überhaupt nicht aus. Du spießt sie direkt auf, sie ist tot. Wären 4 Trefferpunkte. Ja, ja. Dann hat eine 20 gewürfelt. Sie ist in deine Klinge gesprungen. Ui, ui. Und versuch dich nochmal zu beißen. Consuela, du bist. Das habe ich vorhin auch gesagt, als ich voll gegen das Haus gelaufen bin. Bonsai! Wenn du die Spinne so aufgespießt hast, so die Mandibel so quer rein, so, dann hast ja, du. Ja, dann gehen so dann so die Füße zusammen. Ja, genau. Dann kannst du sie jetzt über dem Feuer, über der großen. Wie Marshmallows. Ja, genau. Lecker. Chitin. Nee, du musst das Chitin, du musst das dann so aussaugen, wenn das dann gar ist. Oh. Das kocht dann innerlich. Lecker. Consuela hat immer noch 2 Spinnen, oder? Ja, ich greife da jetzt nochmal an. Mit einer 4 würde ich die sogar treffen. Ja. Die verteidigt sich nicht. 7 Punkte. Max Damage. Ja, jawohl. Die ist Matsch. Magierwürfel. Strike. Und versuch die zweite dich nochmal zu beißen. Du musst dich nochmal ausweichen. Mit einer 10 schaffe ich das nicht. Dann ist das ein Schadenspunkt. Oh Mann, du. Mir tut alles weh, Jungs. Ich bin sofort da. Sobald ich wieder dran bin. Alondro und Lukan. Ja, ich ihr könnt wieder angreifen. Noch mal drauf. Ja. Und nein, ich hau wieder daneben. Scheinen auch nicht mehr Spinnen zu kommen. Immerhin. Ich meine, der Hit ist ja. Ich habe mich vorhin auch nicht getroffen. Ich habe vorhin auch die Spinne nicht getroffen. Ich hau daneben. Also theoretisch habe ich mich ins Bein geschnitten dabei. Dafür wollt ihr jetzt sogar so schräg von oben oder so. Das ist. Aber ich ja, würde genau die Spinne so mit treffen. Der Spitzenseite immer aufs Bein so einspielen. So. Geh weg! Ja, die Spinne ist tot. Au, mein Bein tut weh. Ich treffe.
Ich bin dabei, Consuela. Sie weicht Yay, mein Held. Weicht nicht aus. Ansonsten hätte ich den magischen Trick schnipsen. Das sind vier. Ja, ja, aber den habe ich leider nicht. Vier, ja. Mhm. Yvonne, Avisander, ihr könnt auch noch mal. Alle hauen auf meine Spinne. Das ist schon peinlich irgendwie. Ne? Meine war doch tot, oder nicht? Ja, aber die war Yvonne nicht. Ja, also ihr so, Quatsch, bei Yvonne bei Consuela. Diese eine Spinne, die auf meinem Oberschenkel sitzt, umzubringen und wir treffen alle nicht. Ich habe getroffen mit einer 3 und ich mache 3 Trefferpunkte. Strike! Ich habe getroffen mit einer 9. Ja, dann ist sie matsch. Alle pieksen auf Consuelas Bein ein. Die Julius-Caesar-Spinne. Genau, auch du, Spinne. Aber wirklich, man, das müsst ihr euch vorstellen, wir stehen hier nackt quasi, bis nur mit einem Lendenschurz bekleidet in dieser Höhle und hacken auf eine Spinne, die auf meinem Oberschenkel sitzt. Aber, ja. Alondro, du merkst jetzt, wie deine kleine Bisswunde anfängt zu schmerzen. Du verlierst nochmal 3 Lebenspunkte, hast eine Stufe Verwirrung. Okay, bei Lucan, du verlierst... 4 Lebenspunkte. Ja. Du hast eine Stufe Verwirrung und Yvonne, du verlierst 8 Lebenspunkte. Alter! Okay. Was ist denn mit euch? Aussaugen, hast du doch gesagt. Aussaugen. Ja. Ich komme schlecht an meinen Oberschenkel. So biegsam bin ich jetzt auch nicht mehr. Ja, hast du denn Schmerzen? Nee, du bewegst dich. Also man sieht das konstruiert. Ja, ich bewege mich eher so. Steif bewegt. Stellt sich jetzt die Frage. Macht es noch Sinn, die Wunde auszusammeln, wenn das Gift schon anfängt zu wirken? Wahrscheinlich nicht. Ja, eben. Ja, jetzt sowieso zu spät, aber Sandra, ich halte mir so ein bisschen. Consuela hält sich jetzt an der nächsten Person, die neben ihr steht, fest, weil sie nämlich sich kaum noch auf dem Bein halten kann. Wir sollten irgendeinen Gang wählen und so schnell wie möglich den Weg hier rausfinden. Ich schaue mir die Gänge mal an. Geht schon mal vor, ich komme. So rein steinbearbeitungsmäßig oder höhlenmäßig, haben die irgendeinen Unterschied? Gibt es einen klügeren Gang oder einen dümmeren Gang? Ist irgendwo ein Hinweis versteckt? Nö. Ist irgendetwas mehr durchlaufen als die anderen Gänge? Also vom Boden her, dass da was mehr kaputt getrampelt wäre? Also... 2 der 4 Gänge sind tatsächlich mit Spinnweben sozusagen zugemacht, die anderen beiden nicht unbedingt. Bei einem von beiden sehe ich da mehr Abnutzung im Stein. Im Stein? Auf dem Boden sozusagen. Nee. Okay, dann wird es einer der beiden. Im Zweifel immer links. Also... der linke von den beiden, die kein Spinnennetz davor haben. Kann ich auch mal eine Probe... Achso, Entschuldigung. Ja, was möchtest du? Kann ich auch mal eine Probe auf Tierkunde machen? Ja. Wie weit ich hier spinnen kann. 20. Och, das sind ganz nette Haustiere. Also du bist dir ziemlich sicher, das ist eine übergroße Hausspinne gewesen. Du wunderst dich auch, dass sie giftig ist. Aber dabei bist du jetzt allerdings auch so ein bisschen nach hinten gelaufen und steckst jetzt in einem von diesen Spinnennetzen fest. Ey, warum kassiert ihr das nicht so am Netz? Warte, Yvonne, beweg dich nicht. Ich schicke meinen Dolch mit meiner Hand nach vorne, Manus Miracula, und schneide sie frei. Und ich achte darauf, dass nicht neue Spinnen kommen, denn ich meine, so viel Tierkunde hat man vielleicht, wenn man in den Spinnenweben rumzupft, dass das dann irgendwie so ein Signal ist. Fällt also 20. Der Zauber auf Tierkunde, Lugan, ne? Ich kann es ja mal probieren. Manus Miracula wäre bestanden, dass ich da jetzt mein Dolch frei schicke und sie freischnibbeln. Dann kannst du da dran rumsäbeln. Ja. Ich habe eine QS auf Tierkunde. Ja, also das scheint dir doch sinnvoll zu sein, nicht in Spinnennetzen rumzuwackeln. Ja. Also das könnte die anlocken. Das lockt Spinnen an, wenn ihr da zu sehr dran rumzupft. Deswegen mache ich das ja aus der Distanz. Okay, so ist er. Da wird nur ihr Wohnjahr gefressen. Kalisto, du bist noch gemutet. Nee, ich fand's nur so lustig, weil du gesagt hast, es ist doch Distanz. Yvonne hängt mitten im Netz, die hat null Distanz zu irgendwas, dem dieses Netz gehört. Ja, aber dann erwischt es Avisander nicht mehr. Ja, so, dann kommen so von hinten, sehen wir plötzlich so 8 Beine.
Das ist genau. Das ist wie so die Szene im Hobbit-Film. Ja. Ja, genau. Na, doppelt 20 halt, ne? So, oh, eine. Er würfelt aber auch doppelt 20 heute. Ja, aber echt. Es fehlt nur noch, dass Lukan versucht zu predigen. Da ist eine doppelt 20 immer ganz gern dabei bei unseren Geweihten. Nee, ich hatte jetzt nicht vor zu predigen, aber... Lass es lieber. Nur mal, ich meine... Ein Glückssegen bräuchten wir jetzt. Ja, das wäre gut. Und vielleicht ein Heilsegen. Mir tut alles weh. Ich habe nicht mehr so viele Kamalpunkte. Das war mit der Regeneration. Also nicht so. Gut, dann lass uns mal weiter. Ich habe noch 10 Kamalpunkte. Ivonia, geht's dir gut? Also, ich versuche so nach dir zu tippen, aber es ist wirklich sehr langsam. Ja, du schaffst es dann aber irgendwann und du tippst sie so an und dann klebst du so ein bisschen fest, weil noch die Spinnweben dran sind. Da ich verwirrt bin, denke ich, ich fantasiere nur, wenn ich das sehe. Ich ziehe den Dolch wieder in meine Hand, der in der Luft schwebte, und mustere Consuela, wie lediert sie ist. Wie kaputt ist diese Person so gemessen? Also wäre sie eine Armbrust, naja, also man kann auch ein, zweimal damit schießen, dann fällt sie auseinander. Ja. Consuela sollte... Und sie klebt jetzt an wie Ivonia. Ja. Ich steh da nur so komisch, guck mir so das Netz an. Die Frage, ob diese Netze brennbar sind... Ja. Soll ich mal? Und ich das sind so sie, du. Das habt ihr ja schon gesehen. Die haben ja schon teilweise angefangen zu brennen. Brennt diese große Spinne noch? Wenn wir die mit den Netzen in Berührung bringen, dann wird es ziemlich... Die hat jetzt inzwischen aufgehört. Ja. Ach so, okay. Also ich meine, anzünden dürfte kein Problem sein. Gut, können aber... Können wir so ein brennendes Spinnenbein als Fackel nehmen eigentlich? Oder? Na, das Spinnenbein mit dem Netz umwickeln. Also sozusagen als Stoffersatz. Das dann ist. Könnt ihr das anzünden. Das ist eine sehr gute Idee. Die könnte von mir sein. Ja. Braucht ihr jetzt nur noch Feuer, aber Feuerfinger hatte ja jemanden. Ja, aber es ist ja... Ich zünde das. Ich stell mich so vor die Stimme, die niemand, die diese Stimme ohne Körper und sage, ich bin eine lebende Fackel. Consuela. Ja. Ihr seid doch eine Feuermagierin, Leib und Blut. Ja. Wieso kann ich mit meinem Zeigefinger Feuer machen, aber ihr nicht? Weil dann die Höhle brennen würde. Das verwirrt mich wirklich, ich weiß es nicht. Ich konnte das schon immer, irgendwie seit ich 13 bin. Wollt ihr dann irgendwann die Höhle auch nochmal verlassen? Ja, also ich komme ja nicht zu Worte. Du hast gesagt, den Gang links, ich gucke mal jetzt in den Gang rein. Henti macht jetzt erstmal einen Salat oder so, irgendwie zieht hier drüber und dann. Es ist eine lange Geschichte. Nachdem das jetzt brennt, die Fackeln, kann man irgendeinen Luftzug an den Flammen erkennen? Ja, einen leichten Luftzug kommt aus dem Tunnel. Nach links? Aus welchem? Aus allen? Wie kann das sein? Vielleicht stehen die alle irgendwas zusammen? Ja, es ist halt irgendwie ein System und es gibt wahrscheinlich nur einen Ausgang und es gibt noch verschiedene andere von diesen größeren Höhlen. War da eigentlich ein Loch in der Decke, dass man uns hier so was reinfallen lässt oder runtergelassen mit irgendwas? Ja, irgendwas ist in der Decke, also da ist irgendein Loch drin. Aber runtergefallen bist du dir jetzt unsicher, weil dir tut nichts weh. So von okay, Fallen oder so. Dass man halt so noch. Vielleicht mit so einem... Ja, dann... Einen Welcher Gang auswählen soll es sein? Und dann merken... Eins, wurde, zwei, drei oder vier. Das mit naja, Moment. Zwei haben wir aussortiert, weil da Netze hängen. Dann nehmt ihr drei oder vier. Kann man mit den Steindolchen so ein bisschen in den Felsritzen so Markierungen hinterlassen, dass wir mal so ein bisschen, dass wir so eine Art Karte oder dass wir markieren, sicher. Dass wir jetzt sagen, okay, dieses Höhle 1, dass wir so ein gewisses System finden, Ausgang A, B, C oder sowas. Ja, ihr geht dann in den Gang hinein. Er windet sich so ein bisschen, man scheint so einen kleinen Bogen zu beschreiben. Und ihr kommt dann in eine kleinere Höhle, vielleicht 10 Schritt, relativ niedrig, also so, dass ihr ein bisschen geduckt gehen müsst durch die Tageslicht irgendwie, durch so ein, also da kommt so ein bisschen Licht durch so die hängende Lianen durch.
scheint es nach draußen zu gehen. Da sind auch drei weitere Tunnel, die da enden. Das kommt mir zu einfach vor. Ich will hier raus. Consuela, kannst du da hochklettern? In deinem Zustand? Man muss da nicht klettern, man kann da einfach hingehen. Ja, aber die Lianen hoch, das meine ich jetzt. Hast du nicht gesagt, da hängen Lianen runter? Ja, vor, also da kommt Licht rein und davor hängt irgendwas. Du glaubst, das sind Lianen, was davor hängen. Achso, das ist also, dass man einfach rausgehen kann, dass zwischen den Lianen durch wie so ein Vorhang. Könnte sein, dass das einfach ein Ausgang ist. Es ist, wäre in der Tat viel zu einfach, aber wir können jetzt mal einen Blick riskieren. Vielleicht passt irgendwer auf, dass nichts aus den Tunneln rauskommt und dann. Das kann ich machen, wenn was kommt, zünd ich's an. Das ist ein Plan. Ich suche mir so einen zweiten Knochen als Zweitdolch. Bei ich gebe dir meinen Dolch. Ich kann den nicht verwenden im Moment, weil ich, wenn ich das zünde ich an, wenn was kommt. Ah ja, Lukan, danke. Vorsichtig schiebst du die Lianen beiseite. Ja. Guckst hinaus ins Sonnenlicht. Auf so eine ganz kleine Lichtung, dahinter ist Wald. Und da liegt auch irgendwie so ein Haufen von Zeugs auf dem Boden. Sieht aus wie eure Ausrüstung. Okay. Oh Gott sei Dank. Ja, ich beschreibe das kurz. Oder sag Bescheid. Dann mal die Lerne so ein bisschen weiter auseinandernehmen und dann mal raustreten. Ja, und du stehst im Sonnenlicht. Mit deiner blassen Haut. Ja, gut. Und dann gehe ich so ein Stück auf die Lichtung drauf. Wenn ich nicht gerade jetzt von Pfeilen gespickt werde oder so. Nein, wirst du nicht. Noch am Tageslicht die Bisswunde genauer angucken. Ja, sieht rot und hässlich aus. Ne? Ja, ein bisschen dusselig fühle ich mich ja schon. Also hier draußen ist bis jetzt alles gut. Na dann, gehen wir hinterher. Ja, ich würde auch gehen. Ich schaue immer noch mal zum, gerinne mich immer noch ein bisschen zum Gang um, aber dann gehe ich raus. Gut. Heißt es, wir können gehen? Sind wir entlassen? Als ihr denn alle auf der Lichtung seid, tritt die Schamanin einmal kurz auf die Lichtung. Schaut sich euch an, nickt und geht wieder in den Wald. Warte mal, was sollte das? Es war eine Prüfung. Das war der Test, das war die Prüfung. Ob ihr würdig sind. Das antwortet dir niemand, Alexander. Die Spinnen doch. Bitte nicht, verwende das Wort Spinnen nicht mehr, ja, bitte. Oh, stimmt, meine Schuld. Sie hat uns ihrer Göttin gezeigt und wir haben die Prüfung bestanden. Haben wir ihre Göttin gerade erlegt? Nein, ich glaube nicht, dass wir ihre Göttin erlegt haben. Und die ich setze mich einfach größer, mit dem Rücken an einen Baum und es geht mir total schlecht. Consuela, was hast du denn? Also du siehst mehrere große Bisse in meinen, also so in meinen Rippenbögen, denn ich wurde von einer also etwas übergroßen Hausspinne angegriffen. Guck mal, Evonia, was ist das? Ich habe auch ein bisschen Heilkunde-Gift. Bisse von einer ziemlich übergroßen Hausspinne. Keine Ahnung. Stell dich nicht so an, Consuela. Ich habe zwei QS in Heilkunde-Gift. Wenn unsere Ausrüstung da liegt, zu dem kleinen Abenteuerpaket müsste auch Verbandsmaterial sein, das war ja mit Heilkunde Wunden, das verwendet und dann gibt es nochmal Schluck. Jetzt Wasser, unsere Wasserspeicher. Da wir aber jetzt Mangelwirtschaft betreiben, auch schön den einen Verband abstreichen. Tue dies, bitte. Nicht, dass ich sonst noch darüber buche. Erstmal wieder was trinken lassen aus den Wasserschläuchen, dann selber einen Schluck nehmen. Brachte Heilkunde-Gift 2 QS irgendwas? Ja, du kennst das Gift, Höhlenspinnengift wahrscheinlich. Das war vielleicht eine Höhlenspinne da drin. Ach so. Sieht zumindest so aus. Die machen so Lähmungserscheinungen und das geht aber wieder weg nach einer Zeit. Die Zeit ist allerdings recht lang. Es dauert so einen Tag oder so. Also ihr seht doch, dass meine Pupillen sich nicht mehr zusammenziehen können. Die sind jetzt geweitet.
Es wirkt wie Atropin. Ich guck mal in den Himmel und schätze mal, okay, ich habe jetzt kein Zeitgefühl, aber wie viel Zeit schätze ich denn, dass ungefähr vergangen ist, wenn ich das trotzdem kriege? Ein paar Stunden, okay. Wird bald dunkel wahrscheinlich. Okay, also einen Tag haben wir auf jeden Fall. Aber dann bleiben wir erstmal hier über Nacht. Wir sollten weiter. Also am Ausgang einer Spinnenhöhle. Ja, das mit dem Weitergehen, also einmal geht es Consuela nicht besonders gut. Hm. Ich habe auch noch so ein bisschen, mir ist noch ein bisschen schwindelig. Wie lange auch immer diese Stufe Verwirrung da noch wirkt. Ich habe auch eine Stufe Schmerz, dadurch, dass ich noch nicht ganz fit war, als wir da rein sind. Die nächste Frage wäre, wo wir dann von hier aus hin müssen. Ich habe gespürt, wohin es Richtung. Evonia, wie geht es euch denn? Seid ihr gebissen worden? Ja, ich bin gebissen worden. Mir ist auch etwas komisch im Kopf, muss ich gestehen. Könntet ihr noch so ein paar Früchte und Kräuter finden, dass wir hier lagern, oder? Das kann ich machen. Hier scheint es sicher, weil der Stamm ja auch hergekommen war und hier liegt unser weniges Zeug. Dieser Stamm lebt aber auch mit den Spinnen. Ich seufze, stehe auf und mache mich mal auf die Suche nach Essen. Ja, gut, dann würfel mal auf Pflanzenkunde und du kannst auch mal auf Tierkunde würfeln. Vielleicht findest du ja auch was zum Jagen. Möchte sie jemand begleiten, dann bleibe ich bei Consuela. Ich begleite sie, ich bin kerngesund. Und die anderen könnt ja mal ein Lager vorbereiten mit Wildnisleben-Sammelprobe. Du lach nicht. Ich habe 2, 9, 6, sogar noch eine QS. Super. Habe ich eine QS? Nein. Ich habe 1, 8, 8 gewürfelt. Ich habe auch eine QS. Oh. Trotz zweier Erschwernis. Die Hängematten immerhin nicht falsch rum aufgehängt. Das ist schon mal gut. Wie gemein. Beides 2 QS. Beides 2 QS. Ja, dann du findest ein paar wilde Maniokwurzeln und ein bisschen so Papaya oder sowas und kannst du einen kleinen Buntschreier schießen. Oh. Du glaubst zwar, das schmeckt nicht, aber es ist Fleisch. Kochen kann ich. Na, viel Spaß, alles kochen. Wir haben bloß keinen Kochtopf, ne? Also wir müssen das jetzt irgendwie so über dem offenen Feuer wahrscheinlich. Rupfen und auf den Ast stecken. Ne? Ja. Nee, ich kann nur mit den Hühnchen auch so. Bananenblätter. Hast keine Bananen gesehen. Kochtopf kann man auch improvisieren aus einem Haufen Steine, die man erhitzt. Ja. Theoretisch geht das. Ja. Wobei, das ist dann mehr so eine Pfanne. Oder ein Grill. Egal. Ein heißer Stein. Das ist da mit dem Stock nicht einfacher jetzt auch so. Ich würfel mal auf Lebensmittelbearbeitung. Das sind 3 QS auf Lebensmittelbearbeitung. Ah, gut, er ist kurz gebratenes Sashimi vom heißen Stein, ja. Tapas. Vom Papageien. Gut. Ja, das schmeckt zumindest ganz anständig, aber es kann anscheinend wissen, wie man einen Vogel brät. Das ist schon mal gut. Und so bereitet ihr dann die Nacht vor. Wer möchte denn Wache halten? Ich mache die erste Woche. Ich würde heute gern mal aussetzen. Ich fürchte, ich muss mich mal melden, weil ich gesund bin. Und dann übernimmst du die zweite. Alessandra macht die zweite Wache. Alondro macht die dritte. Mache ich die dritte, ja. Eine vierte brauche dann bin ich morgens. Ja, da ihr jetzt endlich mal richtig gegessen habt, dürft ihr einmal normal regenerieren. Super. Oh, 9 Astralpunkte, das ist schon mal gut. Gut gewürfelt. Und bevor ich dann nächstes Mal ins Herz der Finsternis des Dschungels aufmacht, hören wir dann hier mal auf. Heißt die nächste Herz der Finsternis? Das wird düster, die Episode, ja. Noch düsterer. Noch düsterer? Ihr lebt ja alle noch. Düsterer als eine dunkle Spinnenhöhle. Ja. Und einen Lebenspunkt regeneriert. Wuhu! Hat irgendjemand eigentlich auf mich jetzt Heilkunde Wunden gewirkt, oder nicht?
Wenn du mich gebeten hast, dann ja, wenn nicht, dann nein. Ich habe darum gebeten, dass irgendjemand mit Heilkundewunden mit Hilfe der Verbände aus dem Consuela versorgt. Genau, wir haben den Verband ja auch abgestrichen. Ich habe immer nur Heilkunde-Gift gehört aus euren Gesprächen. Hätte ich auch. Nee, wenn mich jemand gebeten hätte, dann habe ich alle Punkte über, was eine hätte, US hätte, ist. Fahrradkette. Genau, gut, aber dann ja, ist noch ein extra Punkt. Gut, danke. Das macht die Verbände ja auch keinen Sinn, das muss ja irgendwie mit Heilkunde. Ja, genau, also ich denke, also ich meine, es wurde ja noch gesagt, ihr müsst sie wegstreichen, weil wir jetzt hier Mangelwirtschaft haben. Und dann hat nämlich Yvonne ja noch gesagt, ja. Also denke jetzt nicht, dass sie den Verband dann genommen und irgendwo in die Luft geworfen hat und es passt schon. Nein. Irgendwas wollte ich mit diesem Verband. Ach, egal. Ich weiß nicht was. Zack. Der schmeckt vielleicht auch in der Suppe. Ja, genau. Der ist mit Gips, mit Gips und Zinklein. Wie lecker. Ich wenn man so klein schneidet, das so dann, dass das drin einrollt, ist wie so Roulade oder sowas. Das ist dann. Ja. Ich hatte das jetzt so verstanden, dass Luca den Verband nimmt und das macht und gleich noch einen Heilsegen spricht. Nee, weil er hat ja so wenig Kamalpunkte. Das heißt, er kann niemanden heilen im Moment. Ja, ja. Okay. Also ich habe jetzt 13, also das ist also dann am nächsten Tag entsprechend. Ja. Ach, nach Heilsegen ist da doch wieder drin. Dann beende ich jetzt mal die Aufnahme. So. Deswegen.